Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Wasteland 3. Hallo an alle, die live dabei sind. Hallo an alle, die das nachträglich auf YouTube verfolgen, wo ich mit dem Hochladen zurzeit gar nicht hinterherkomme. Aber ich tue mein Bestes. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, starten wir. Machen wir weiter bei Wasteland 3, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Beziehungsweise genau genommen ein bisschen vorher. Denn wir sind in dem Kampf gestorben. Denn diese Raider sind echt Schweine und benutzen harmlose, spreizende, kente, tolle Schweine für bestialische Kriegs. Ich finde das nicht gut. Deswegen werde ich jetzt versuchen, die alle umzubringen, bevor die die Beine schicken können. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich werde es versuchen. War schon mal eine gute Eröffnung. Kann man so lassen. So, jetzt passt auf. Mit dem Gewehr können wir nicht nochmal schießen. Das geht nicht. Aber wir können mit dem Flammenwerfer nochmal angreifen. Das würde gehen. Wir können einen Schritt könnte ich noch nach vorne machen. Dann trotzdem noch mit dem Flammenwerfer angreifen. Haben wir. Was passiert denn, wenn ich die Fähigkeit gemeinsam mit dem Flammenwerfer einsetze? Das überhaupt. Wahrscheinlich nicht, oder? Überhaupt schon voll? Ich habe keine Ahnung. Naja, los geht's. Ah, Moment. Ihr Flüsterer. Aber wenn ich näher dran wäre. Oh, dammit. Das geht jetzt nicht mehr. Na, hilft jetzt nichts. Okay, Flammenwerfer. Stopp. Angriffsmodus. Anzünden. Ah, jetzt ist Dulem leider ganz weit ab vom Schuss. Aber ich mal. Ja, warum nicht? Glück hat Idolim so viele Aktionspunkte. Hey Katka, hallo und hallo Neuromancer, wie geht's euch? Cool, dass ihr schon dabei seid. Heute ging es mal spontan, relativ spontan, eine Stunde früher los. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass noch gar keiner damit rechnet und Zeit hat. Ja, cool. Hallo. Hallo Dr. Bison, nehme ich an. Hi, danke fürs Hosten. Willkommen. Was denkst du über Fallout London? Ich bin ehrlich gesagt in den Fallout-Mods zurzeit so gar nicht mehr drin. Aber auf so einen Total Conversion-Mod, wenn einer für Fallout 4 fertig wird und richtig umfangreich und gut ist, da habe ich theoretisch voll Bock drauf. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt explizit über Fallout London so gut wie gar nichts. Ganz, ganz, ganz viele dieser Projekte werden ja immer wieder eingestampft, weil das halt einfach unglaubliche Mammutprojekte sind. Das darf man halt nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Ich glaube, das unterschätzen auch viele Modder. Aber ambitionierte Projekte sind cool. Und ich wünsche jedem, der so Total Conversions oder so Riesenmods versucht, nur das Beste. Auch wenn es schwierig ist. Auf jeden Fall. Genau, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass so ein großer Mod dauert halt einfach auch ewig. Ist mir ganz klar. Also wenn die fertig werden, dann halt vielleicht, wenn Fallout 5 schon auf dem Markt ist. Irgendwann mal oder so. So, was wollte ich machen? Ich wollte gucken. Wir haben nämlich hier ein paar Sachen, die wir vielleicht benutzen können. Wie zum Beispiel eine Selbstschussanlage. Stellen wir mal auf hier. Fallen Crusader macht das. Bam. Und ich würde echt gern da hinten eine Schrumpfgranate hinwerfen. Aber ich weiß nicht, ob wir die Schrumpfgranate nicht ansatzweise so weit werfen. Ich könnte den hier schrumpfen, aber das bringt uns gar nichts. Aber unsere Waffen sind gegen organische Gegner einfach echt nicht gut. Also die verfolgen Crusader. Also werfe ich eine Schrumpfgranate auf den. Ja, was hat er jetzt davon?
Und dann gehe ich noch hier in Position und schieße nochmal auf ihn. Oder auf den. Ne, geht gar nicht. Na super. Schießt vor sich in die Wand. Mensch, Marshall, ne, und warum bist du eigentlich am anderen Ende der Karte so ziemlich? Das ist echt nicht gut. Kriegen wir schon. Du hast ja auch mal ein Video gemacht, wie ein Fallout in Europa aussehen könnte. Ich fände das wirklich interessant, wenn sich vielleicht als Spin-off oder so die Fallout-Welt wirklich mal nach Europa begeben würde. Weil ich glaube, und ich glaube, das würde nicht jedem gefallen, aber von der Lore her glaube ich, wäre das ein sehr, sehr anderes Spiel. Wobei man weiß, keine Ahnung, gab es in Europa keinen Atomkrieg, keine Atombomben, aber so sicher kann man sich da nicht sein. Aber in Europa oder überhaupt eigentlich so auf dem ganzen afro-eurasischen Kontinentkomplex ist die Wirtschaft und die Gesellschaft schon vor dem großen Krieg komplett zusammengebrochen. Das wäre auf jeden Fall auch ein interessantes Szenario. Weniger Monster wahrscheinlich, aber genauso abgefuckt. Wobei, wer weiß, Monster kann man mit dem FEV und was weiß ich was, da braucht man nicht unbedingt Radioaktivität dafür, um die zu erklären, wenn man die auch in ein Fallout Europa einbauen will. Aber eben ganz andere. Jetzt ist der geschrumpft. Habe ich deswegen eigentlich eine schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit? Oh, egal, hat funktioniert. So oder so. Okay, einer weniger. Das ist schon mal gut, denke ich. Also ich meine, grundsätzlich schon, aber das Hauptproblem sind halt die Schweine. Und gegen die... Oh, ein explosives Fass. Soll ich das angreifen? Aber Idolim steht da vorne. Ach, Mist. Dann halt nicht. Dann werde ich jetzt hier den Overwatch-Modus aktivieren. Ach, ich konnte die Schweine leider nicht retten. Es ist unmöglich. Ich kann die Schweine nicht retten. Das ist unmöglich. Ich kann nur hoffen, dass die mich nicht jetzt umbringen. Wow, crazy. Die sind ziemlich heftig hier. Vielleicht sollte ich hier noch nicht herkommen. Vielleicht sind die einfach ein bisschen zu krass, die Gegner. Aber auch ein bisschen dumm. Das ist gut. Das ist unser Vorteil. Oi, oi, oi. Das ist schon ein bisschen heftig. Schauen wir mal. Das sieht doch okay. Ah, außer Reichweite. Nee, das sieht dann doch nicht okay aus. Ich nehme es zurück. Jetzt steht hier leider Robohuhn. Echt blöd. Aber wirklich blöd. Mensch, Robohuhn. Jawohl. Idolim beinahe erschossen. Abraxel. Dammit. Das war ein bisschen Eigentor gerade. Idolim, was machen wir? Ich weiß nicht, du stirbst gleich. Hast du? Du hast bestimmt, oder? Ja, du hast eine Matchspritze. Das ist schon mal gut. Und ich habe gerade gesehen, warum benutze ich eigentlich Granaten? Egal in welchem Spiel. Ich sollte mehr Grenadieren hier. Not super effective, aber es ist effektiv genug, finde ich. Ja, und jetzt hilft es nichts. Wir müssen das Schweinchen hauen. Ich habe im Grunde vor Schlimmerem bewahrt. Was soll man machen? Haben wir denn noch im Angebot? Fallen Crusader, du müsstest bitte mal hier unsere Lucia wiedererwecken. Europa muss von der Logik her auch so ähnlich sein wie in Amerika. Und sonst könnten die Europäer mit einer riesigen Armee das amerikanische Wasteland erobern. Also, von der Fallout-Lore her weiß ich nicht, ob irgendein Land noch die Ressourcen hat, irgendwas zu erobern. Aber selbst wenn, kann man auch die Frage stellen, warum sollten sie?
Was wollen denn? Was will irgendwer mit dem, was in den USA noch so vor sich hin mutiert und vegetiert? Das ist jetzt auch nicht gerade, glaube ich, die Nation, das Land, das Gebiet, dass man sich jetzt noch unbedingt zu den eigenen Problemen, die man eh schon hat, noch zusätzlich unter den Nagel reißen muss. Ich glaube, die sind ganz froh, dass die da drüben auf ihrer großen, auf ihrem eigenen Kontinent, auf ihrer Rieseninsel sitzen und nicht noch mehr Probleme mit nach Europa bringen oder in den Rest der Welt. So stelle ich mir das zumindest eher vor. Ja, keine Ahnung, machen wir den Effekt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das macht. Ah, das macht das. Ich kann auf den Sprengstoff schießen. Verursacht 35% Bonusschaden. Das ist sogar besser als ein Kopfschuss. Und ich habe eine 75%ige Chance, das Ziel zu sprengen. Oh yeah, ich hätte gehofft, dass der Gegner, der da steht, noch mitgetroffen wird. Aber ich nehm's. Das war gut. Schwär mich nicht. Ich glaube, dass nur Morisa zerstört ist und die restliche Welt sich weiterentwickelt hat. Morisa, ist das autokorrekt oder ist das Slang für USA? Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, man weiß ja vom Ressourcenkrieg, der schon auch in Europa und im Nahen Osten gewütet hat. Da gab es ja auch Terroranschläge mit atomaren Sprengköpfen. Insofern ist da auch nicht alles heile Welt, aber lustig wäre es schon. Die Idee. Dass der Rest der Welt ganz normal weiter existiert und die sagen so, ach ja, nee, lass mal machen. Die da drüben. Kriegen das schon hin. Wir halten uns raus. Ich meine, Tenpenny, der kommt aus Europa. Das glaube ich so ziemlich der einzige Charakter im Fallout-Universum, zumindest soweit ich jetzt weiß, der offiziell aus Europa kommt. Tenpenny aus Tenpenny Tower, aus Fallout 3. Der ist Europäer, aber wie lang der schon in den USA ist, na gut, muss nach dem Fall der Bomben gewesen sein. Murica ist Amerika, wenn die Rednecks das sagen. Ach so. Lassen den Anfang weg und betonen das Ende. Das ist wie Schland. Wie Deutschland schnell zu Schland wird. Das ist dann mit Murica. Okay. Tenpenny war Engländer. Ja, ja, genau. Nation wusste ich nicht mehr, aber irgendwas mit Europa. Sag mal, könnte ich mit so einem gezielten Schuss. Ich weiß gar nicht, den kann jetzt ja hier gar nicht, ne? Roboter hacken. Schön und gut. Ach, wisst ihr was? Schrumpfgranate. Schrumpfgranate drauf. Dann haben unsere Tierchen danach weniger Probleme. Ach, das geht jetzt auch nicht. Was kannst du eigentlich? Fallen Crusader. Ne, Fallen Crusader ist eigentlich sehr nützlich oft. Aber leider nicht immer. Laufen wir mal ein bisschen nach vorne. Da. Schrumpf den mal, dann haben nämlich unsere Katze und unser Wolf danach weniger Probleme, den einfach aufzuessen. Mit einem Haps ist er im Mund. So, und Marshall, no, du bist mal hier an das Karussell des Todes, aber bitte nicht zu nahe. Ach, du kannst jetzt nur auf den Kleinen schießen, sonst ist keiner in Reichweite. Ja, dann mach nicht den Wolf treffen. Danke. Und die Lucy, die muss sich erstmal ein bisschen erholen, würde ich sagen. Nein, Stimpack. Da. Abraxe hat noch Aktionspunkte, die heben wir fürs nächste Mal auf. Oh oh, Idolem. Naja, gibt's hier was. Hier gibt's schon wieder fit Idolem. Er hat schon Schlimmeres mit der Leben. Oh Mann, diese Flammenwerfer, ey. Die spinnt komplett, ey. Die sind so crazy.
Aber die Gegner hier sind auch extrem stark. Okay. Zumindest konnte ich hier ein Sprengstoffschwein retten. Immerhin. Ich muss jetzt mal was versuchen. Weil es wäre so cool, wenn ich jetzt das Schwein noch zähmen könnte. Aber das geht irgendwie. Das zählt scheinbar nicht wirklich als... Das hier könnte ich zähmen, aber das hier nicht. Aber gut, okay. Naja. Jetzt habe ich nur eine 16%ige Trefferchance auf den. What? Ah, 81, die nehmen wir. Da, Basti haut den jetzt weg. Hoffentlich, vielleicht. Warte mal, Basti ist eher unser Scharfschütze. Der haut den viel besser weg. Er braucht so dringend eine Zweitwaffe mit weniger Aktionspunkten. Ich vergesse es immer wieder. So ein Scharfschützengewehr braucht echt viel Aktionspunkte. Ach, damit verletzen wir wieder Robohuhn. Ja, aber warte mal, was ist denn, wenn wir hier hingehen? Dann... Moment mal, was habe ich da eigentlich in der Hand? Was ist das eigentlich? Macht das überhaupt Schaden? Irgendwie nicht viel. Ich verstehe die verrückten Wissenschaftlerwaffen nicht. Ich gebe es zu. Fallout China wäre auch interessant. Grundsätzlich, ich hätte so gern eben, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, aber mein Traum, der ja jetzt realistischer ist als jemals zuvor, also seit Bethesda die Fallout-Rechte gekauft hat, wäre erstens ein Fallout Tactics 2 von den Machern von Wasteland 3. Das ist im Grunde genau das ist, was ich hier spiele, nur mit Fallout-Lizenz. Ich will eigentlich nur Wasteland 4 mit Fallout-Lizenz. Das ist das eine. Das zweite, was ich noch viel cooler fände, aber was auch unwahrscheinlicher ist, wäre ein Fallout XCOM. Da hätte ich richtig Bock drauf. Würde auch super ins Universum passen von Fallout. Könnte man quasi irgendwie so einen Ableger der stählernen Bruderschaft spielen. Man rekrutiert seine Truppen, man rüstet die aus mit dem, was man so findet und schickt die dann auf irgendwelche Missionen gegen Supermutanten, Raider und was weiß ich was alles. Könnte man alles machen. Das fände ich richtig cool. Ich habe voll Bock auf Rundenstrategie und das sind die beiden Sachen, die mir richtig gefallen würden. Wer hat denn noch Aktionspunkte? Wir schaffen es, glaube ich, nicht mehr. Wir schaffen es nicht mehr, diesen einen Tölpel da hinten. Verdammt nochmal. Es sei denn... Nee. Weil ich nicht mehr wie 36 Trefferwahrscheinlichkeit hinkriege, egal was wir machen. Der ist da echt gut in Deckung. Ich hasse ihn dafür. Wirklich, von hier habe ich 65%ige Trefferchance. Ich verstehe gar nicht warum, weil oben nicht. Obwohl, aber gut. Versuchen wir es mal. Ich kann nur noch einmal schießen, das wird leider nicht reichen. Müsste schon ein sehr guter Treffer werden. Ne, war kein sehr guter. Nein, jetzt zündet der das letzte Schwein an. Was für ein Arschloch. Oh, ich hasse den so. Ein X-Out oder ein Fall-Com? Genau. Kann ich jetzt vielleicht das Schwein zähmen? Ruhig, Schweinchen, ruhig. Ja, es hat funktioniert. Warte mal, lauf doch bitte nicht alle in das Killer-Karussell. Was ist denn jetzt los? Hold the line! Dumme KI, echt toll. So, können jetzt bitte alle aufhören, in das Killer-Karussell zu laufen. Meine Güte. Ich mache jetzt einen ganz weiten Bogen. Und was denn jetzt schon wieder?
Was war denn jetzt wirklich? Es wären an Blutungen im Inneren. Also, jetzt gehen wir alle hier raus, bitte. Okay. Jetzt bleiben alle hier stehen, nur ich geplündert. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, Eisenschrei. Bei dem Fallout XCOM fände ich eine NCR-Kampagne spannender. Ja, ja, fände ich auch viel besser. Stimmt, würde mir auch gefallen. Weil es ja schon bei Fallout Tactics die stillende Bruderschaft war. Sorry, Gab. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, mir wäre die NCR auch lieber. Aber das ist, glaube ich, leider wieder unwahrscheinlich, weil Bethesda im Grunde alles ignoriert, was sie nicht selbst in ihren vergangenen Spielen etabliert haben. Aber gut, ne, jetzt bei Microsoft, vielleicht wird ja die Fallout-Lizenz ein bisschen rumgereicht. Das wäre ja meine Hoffnung, dass jetzt auch die alten Fallout-Teams mal wieder ran dürfen an die Lizenz. Ist ja alles realistisch, aber wer weiß. Ich glaube, der Wolf ist gestorben. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber jetzt haben wir einen Schweinebegleiter. Und den Perk Raue Sau haben wir dafür bekommen. Warum nicht? Wie wird eigentlich dieses Killer-Karussell angetrieben? Naja, Team Assemble. Kann ich noch jemanden nehmen? Ich glaube, es ist nämlich auch ein Robohuhn gestorben. Ich meine, solange Major Tomcat nicht stirbt, ist alles gut. Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Der Charakter hat bereits... Okay. Lucy kann zu sich bei diesen gut genug im Team sämen. Na dann, Team. Aber ich glaube, der Wolf ist echt noch gestorben. Ich glaube, der ist ins Karussell gelaufen. Weil ich habe jetzt einfach keine Lust, deswegen neu zu laden. Parkuhr? Eine Silbermünze in der Parkuhr. Wer hätte das gedacht? What a twist. Sind da schon wieder Gegner? Ich glaube schon. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Flossknacken 7 haben wir. Yes. Ja. Ja. Parfüm. Eine lieblich duftende Lavendelmischung. Na dann. For your safety, please do not shake the machine. Oh yeah, das ist gleich mal schön. Zur Eröffnung gleich mal einen wirklich killen und nicht nur verletzen. Das ist cool. Hi, das ist der Trailgun. Wie geht's? Ja, ich meine, ich verstehe in den USA, dass da die Brotherhood of Steel eher beliebt ist, weil die haben es ja irgendwie mit ihrem komischen Militärromantik-Zeugs, ne? Ja, ich meine, meinetwegen. Kann man finden, wie man will. Aber außerhalb der USA wundert es mich auch, dass die Brotherhood of Steel so beliebt ist. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass die Brotherhood of Steel gerade in den alten Spielen immer eine Kritik am US-Militär und am Militarismus der US-Regierung war. Und ich habe das Gefühl, seit die bei Bethesda sind, ist das mit der Kritik so in den Hintergrund geraten. Und dann machen die im vierten Teil aber irgendwie voll die Nazi-Fraktion aus denen. Ich verstehe es nicht, aber vielleicht haben die sich einfach nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was die mit der Bruderschaft eigentlich vorhaben und machen. Keine Ahnung. Was auch immer. Mir geht's auch ganz gut, danke. Ich glaube, ganz oft ist es wirklich einfach nur die Inszenierung halt einfach. Die Brotherhood of Steel wird meistens halt sehr kompetent und sehr wirkmächtig dargestellt. Und das wirkt einfach auf die Leute. Das finden viele einfach sehr sympathisch und sehr cool. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube mit in meiner Jugend, keine Ahnung, mit 14, 15, ich fand auch immer die Bösen am coolsten. Und die großen Rüstungen tragen, waren die coolen für mich. Also, mein Gott. Das
Muss man gar nicht, glaube ich, teilweise so ganz nehmen. Alle sind so tot, ey. Hätte ich die vielleicht noch mal kurz heilen können, bevor wir in den Kampf gehen, wäre das möglich gewesen. Hirn, dass wir daran gedacht hätten. Das wäre schön gewesen, finde ich. Eine schöne Eröffnung, aber irgendwie passt das auch. Jetzt komm schon, guckt euch mal Abraxe an. Was ist denn da mit der KI los? Der möchte hier durch die Wand schießen mit Flammenwerfer. Er weiß nicht recht, was er tun soll. Das wäre jetzt echt gut, wir könnten das so schön um die Ecke schießen. Aber wir dürfen noch einen Schritt gehen, dann mache ich das. Auch wenn wir jetzt ein bisschen auf dem Präsentierteller sitzen. Aber das ist schon okay. Wenn alles nach Plan läuft, explodiert. Ah, da steht Idolem auch noch. Warum habe ich Idolem denn schon vorgeschickt? Dammit. Ah, es funktioniert. Alles gut. Cool. Glaube ich. Denke ich. War das? Halt im Grunde alle angedätscht, aber keiner so richtig tot. Bis auf einen, immerhin. Das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich doch leider ziemlich viel Gegenwind noch ab. Ich werde mal noch einen von uns Schütztürmen hier irgendwo hinwerfen. Vielleicht kann er ein bisschen Feuer auf sich lenken. Oder ein bisschen abstauben auch. Auch wenn er nicht sehr mächtig ist, aber warum nicht? Und mehr kann ich nicht machen. Okay. Hätte man einen riesen Gummihammer. Der macht zum Glück nicht so viel Schaden. Oh, ich hasse Rauchgranaten. Super nervig. Major Tomcat hätte ich auch mal heilen sollen, Mensch. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Die haben jetzt gerade ihre Runde echt verschenkt, unsere Gegner. Ich weiß nicht, was das hätte werden sollen. Aber gut für uns. Hör nicht, du sollst ihn nicht plündern, du sollst hier in Deckung gehen. Was ist denn jetzt los? Ach, das ist keine Deckung, der Tisch. Das ist nur ein Hindernis. Naja, okay. Hey, cool, ich habe den dahinter versehentlich erschossen. Das ist auch nicht schlecht. Geschafft, den Lieutenant Kicher. Aber wir können mit den 2 AP vielleicht noch ein bisschen aus der Feuerlinie gehen. Tja, dein Rauch ist nutzlos gegen die Super Snipe Power von Basti. So ist das nämlich. Ah, Lieutenant Kicher wird jetzt von der... Ja, was? Anführer-Boss-Kill? Was? Was ist das? Das sehe ich zum ersten Mal. Wie kann ich mir jetzt das anschauen? Irgendwie... Ah, hier. Anführer-Boss-Kill. Dein Anführer hat einen harten Mistkerl getötet. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und ist jetzt selber ein harter Mistkerl. Und der Held deines Teams. Yeah, Fallen Crusader ist da. Ich wusste gar nicht, dass Fallen Crusader unser Anführer ist. Aber wahrscheinlich ist Fallen Crusader die einzige, der ich Führung gegeben habe. Und zwar auf 2. Und somit, sie ist keine gute Anführerin,
Aber sie ist die Anführerin. Ich verstehe, und wenn die einen krassen Boss killt, dann ist sie selber ein krasser Boss in den Augen der anderen. Sehr schön. Man lernt ja nie aus. Ah, 80% Trefferchance von hier, nicht schlecht. Das nehmen wir. Auch wenn die Waffe nicht viel Schaden macht, aber ein bisschen eben doch. Ja, also, das war ein easy Kampf jetzt. Im Vergleich zu dem vorherigen, der super krass war, war das in Ordnung. Ein Limerick, Notizteil 2. Der Notiz steht: Aber el Payaso Mayor. Was? Der Clownhammer, da müssen wir mal gucken. Das könnte vielleicht sogar wirklich was für Idolem sein. Fettpfeil, Perücke, Perücke, Perücke. Zerstörter Sensor. Na dann. Ein Verkaufsautomat. Initiate Customer Protocol. Valued Customer. Enjoy the fabulous gifts little Vendo will bestow upon you. Error override. Vendo will not give up its riches. Not to anyone. Not to anyone. Leider habe ich nie, habe ich wirklich niemanden mit Nerdkram 5. Ich habe die Silbermünze. Aber jetzt verlasse ich mediocre day. Mal. Have a mediocre day. Okay. Wir haben nämlich ein paar Level-Ups, die wir verteilen können. Wo ist denn unser Nerdkram-Guy oder Girl oder wie auch immer? Irgendwer hat nämlich Nerdkram. Das müsste doch eigentlich Fallen Crusader sein. Ja. Und Nerdkram 4. Wie viel brauche ich? Ich glaube, ich 5. Ich glaube, ich 5. Na dann. Oh, machen wir einfach. Und Anführer machen wir. Führung machen wir auch noch um 1 besser. Wunderbar. Ja. Übernehme ich. Wenn wir schon dabei sind, schauen wir mal, wer hochgelevelt werden will. So, jetzt passt mal auf. Glück, Achtsamkeit, Stärke, Geschwindigkeit. Intelligent. Ich glaube, jemand. Kritischer Schaden, Chance auf kritische Heilung, erhalte 4 Fertigkeitspunkte. Ach. Ach was, das ist schon gut. Ich finde, wer Nerdkram und verrückter Wissenschaftler ist, sollte auch intelligent sein. Es passt sonst nicht in meine Klischeeschublade. Und. Was kriegen wir hier bei Nerdkram? Gehackte Roboter geben jede Runde einen Stromstoß ab, der Gegner in der Nähe Energieschaden zufügt. Aber nur Gegner, oder? Weil dann nehme ich das. Wobei ich noch nie einen Roboter gehackt habe. Aber wir haben auch... Wann haben wir das letzte Mal gegen einen Roboter gekämpft? Haben wir überhaupt schon mal gegen einen Roboter gekämpft? Höchst wahrscheinlich. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie wär's? Nee, Arschkriecher. Basti ist ein hervorragender Arschkriecher. Marshall, ne, du musst kein Arschkriecher sein. Dann heben wir deine Aktionspunkte auf. Deswegen hast du wahrscheinlich noch welche, weil wir die schon aufgehoben haben. Dann gehen wir nochmal in den Verkaufsautomat. Customer Protocol. Valued Customer. Enjoy the fabulous gift Nerdkram 5 will bestow upon you. Die Preissteuerungseinheit überschreiben. Vendo, what is happening to me? My mind is going. I can feel it. There is no Q unit overridden. Enjoy your fabulous prize. My riches, please. Instant Nudeln. Wow, das waren seine Riches. Na dann. Was meinst du denn eigentlich mit Schätze? Die Maschine reagiert nicht. Na gut, Maschine verlassen. A mediocre day. Wir haben Instant Nudeln von der Maschine bekommen. Das waren ihre großen Schätze. Ein bisschen Geld, Auto. Stofftank, eine Dukebox. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Duke? Wie der Duke? Nee, oder? Duke? Nee. Duke? Mit so einem Shirt drin? Ich weiß es nicht. Duke. Alles so ein bisschen. Deswegen versuche ich immer so eine Mischung aus Duke und alles zu machen. Irgendwas wird dann schon so ein bisschen stimmen.
Was haben wir denn da? Italian Token Coin Dingens. Ein Essing-Abzeichen, auf dem ein finster dreinschauendes Gesicht und der Name Arjan zu sehen ist. Aha. Außerdem Toast. 100% Heilung. Das ist super. Und da war ein Molotow-Cocktail in dem Toaster. Das war wahrscheinlich das Problem. Deswegen hat der nicht funktioniert. Aber wir konnten ihn anscheinend voll entnehmen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ein bisschen Geld. Was nicht alles in so einen Toaster bringt. Toaster-Reparatur ist einfach der beste Skill überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich gerade sind und warum wir hier gegen so viele Clowns kämpfen. Nur mal nebenbei. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Aber warum nicht? Ah, Momentchen mal. Bevor wir jetzt weitergehen, ich wollte doch gucken, ob vielleicht dieser Clownshammer was für Idolem wäre. Ich glaube nämlich schon fast. Idolem Clown. Clownshammer. 50 bis 61 Schaden. Klingt auf jeden Fall gut. Vergleichen linker Stick. Aber ist bei weitem nicht so. Bei weitem nicht so gut wie Dentalbürett. Aber das ist ja auch eine Artefaktwaffe, die wir von dem Boss bekommen haben. Der kritische Schaden ist leicht höher, aber sonst. Na gut, okay, dann hat sich das erledigt. Aber ich glaube, ich werde den Hammer trotzdem als Weitwaffe machen. Warum? Sekundärwaffe. Ich dachte, das sollten wir nicht durchgehen. Aber da sind schon wieder Gegner. Wir haben da jemanden eingefroren. Kann ich das... Nein, was ist denn? Oh, ich hasse es so, wenn die KI so dumm ist. Warum ist das so dumm, KI? Aber wirklich, wie komme ich da durch? Der Energie... Wo müssen wir mal gucken? Da hinten, da ist eine Druckplatte. Okay. Da, schauen wir mal, ob es einen anderen Weg gibt dahin. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Sind die Streams eigentlich auch auf YouTube oder nur auf Twitch? Die sind auch auf YouTube. Die sind auf dem Landsquid Birdrider Let's Play Kanal. Ich bin da ein bisschen hinterher mit dem Hochladen, aber ich werde das jetzt die Woche mal alles aufholen, was da fehlt. Aber auf jeden Fall dürften da die ersten Folgen von Wasteland 3 auch sein. Ach, guck mal, ein Generator. Moment mal, den will ich jetzt gar nicht deaktivieren. Erstmal an den Computer. Der Computer ist unfassbar langsam. Er scheint kaputt und voller... Voller beschädigter Daten. Textanzeigen weisen darauf hin, dass der Computer eine Kontrolleinrichtung für ein gewisses für einen gewissen Monster-Gefängnisblock ist. Ich versuche mal was. Wäre lustig, wenn das funktioniert. Schalt ihn mal aus und wieder an. Ja. Aus. Und wieder an. Das wäre so lustig, wenn das funktionieren würde. Aha, da war der Start-Sound. Hey, Mammon! Na, er ist leider immer noch langsam und beschädigt. Häftlingsdaten einsehen. Die Daten sind uralt, lange beschädigt. Ja, ja, ja. Wärterdaten einsehen. Die Wärterdaten sind größtenteils beschädigt, aber man kann sich zusammenreimen, dass der Ort als Gefängnis der Monsterarmee diente. Es wurde vor fast 15 Jahren geschlossen, als der Patriarch den da eroberte. Na gut. Speichern und kämpfen, würde ich sagen. Vorsicht. Vorsicht. Fix, kein Gegner hier. Gut, wir erstmal. Hey, Azos Mission. Some of you pendejos keep asking me, what the fuck are we doing in this shithole? It's simple. See, we're gonna
disrupt the market. Yeah, the whole market. With, the great joke. You know, bring this fucking place to a standstill. Gonna teach these cabrons how to laugh if we gotta kill them all to do it. We'll be treated as liberators. What I'm saying is, we gotta destroy the bazaar in order to save it. Now, get the fuck out of here. I need some executive time with Señorita Puerca. Die Schweinemaske ist gar nicht schlecht, die wir da gefunden haben. Und lustig ist sie auch noch. Oh, oh, apropos lustig. Jetzt wird's lustig. Oder so. Oh, wartet, 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 wartet. Folgendes machen. Ich weiß schon, ich nehme den Flammenwerfer. Mir leid, Schweinchen. Okay, warte, es hat nicht funktioniert. Dann machen wir es anders. Besser. So, jetzt Fähigkeit, ihr zähmen. Ach so, genau. Zähmen kann ich sie erst, nachdem sie angezündet sind. Aber das muss ich mir merken. Das ist nämlich echt gut, nützlich. Aber jetzt, glaube ich... Nee, das war die falsche Taste. Schießen wir erstmal mit Hochdruck auf die beiden hier zumindest. Ah, ich könnte nennen, aber nur noch... Bringt nicht viel. Hätte gehofft, dass ich den dahinter auch noch erwische mit meinem Kegelfeuer, aber so viel Reichweite haben wir leider nicht. Oh doch, 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 ich habe da hinten noch einen erwischt, oder? Ich weiß nicht, einer ist tot, einer ist schwer verletzt. Ich würde sagen, voller Erfolg. Golem, hau den kaputt mit deiner riesen Eisenstange. Lalala. Dann können wir sogar noch in Deckung gehen, was will man mehr? Das war eine sehr gute Eröffnung. Ich mag das. Ich mag diese Eröffnung. Scharfschütze Basti geht in Position und schießt auch mal auf den. Das war ein Treffer. Yes, und was für einer. Super gut, aber leider lebt er noch. Ist das eine Heilwaffe, die ich da habe, oder nicht? Was ist das? Der Hirnwellendestabilisator. Können Nervenbahnen verdrehen, sodass wir Freund und Feind verwechseln. Ja, ist ja super. Warum benutze ich den nicht öfter? Gehirnwellendestabilisator. Du bist ja, du klingst absolut großartig. Ich glaube, ich habe komplett vergessen. Also, was heißt, ich glaube, ich habe komplett vergessen, dass ich so eine Waffe besitze. Das ist der Hammer. Aha. Das ist okay. Mach gut. Entschuldigung, Schweinchen. Kollateralschaden. Aber du wirst es überleben. Nur ein bisschen kühl. Nein, aber du sollst es nicht überleben, Mensch. Oh, come on. Jetzt zündet genau der, der eigentlich tot sein sollte, die Lunte bei dem armen Schwein. I don't like this. Aber... Ah, unser Robohuhn hat mich getötet. Nein, greift nicht das Schwein an. Nein. Mein Schwein greift das andere Schwein an. Das ist nicht Sinn der Sache. Weil wir das Schwein jetzt bekehren. Das Schwein gleich unser Freund. Mein Schwein. Ausgezeichnet. Außerdem stehen hier alle im Weg. Aber das ist nicht gut, weil wir haben genug Aktionspunkte. Dass mir irgendwie keine Prozentanzeige angezeigt wird.
Na hier, das ist gar ganz komisch. Habe ich keine Munition mehr? Ich habe keine Munition mehr! Nein! Nein! Das ist aber ungünstig. Ach, das ist aber wirklich ungünstig. Ich hätte schon gerne Munition für irgendwas. Ich meine, wir haben noch Flammenwerfer-Munition, aber... Dammit! Die gute Gatling ist leer. Ja, machen wir ein bisschen Feuer. Besser als nix. Willem, gehen wir voll rein, oder? Ich sollte nicht immer mit dem Nahkämpfer als erstes reinlaufen. Erstmal alle schießen, dann kann immer noch der Nahkämpfer reinlaufen. Führt nur dazu, dass dann wieder ganz viele Querschläger und dann gibt's Tränen. Oder so. So, Hirnwellendestabilisator. Sag ich nur. Alle drei. Hirnwellen destabilisiert. Und hat das jetzt funktioniert? Wissen jetzt nicht mehr, wer Freund und Feind ist? Oder muss ich noch was machen? Meine Güte! Nobles Wissen! Haut der rein, oder was? Meine Gott! Voll awesome! Sieht einfach mal zwei Gegner in einer Runde. So, Idolin, kannst du mal ein bisschen auf Position gehen noch? Ey, ich dachte, du verwechselst jetzt Freund und Feind. Das mit dem Freund und Feind verwechseln habe ich mir... Oh Gott! Okay. Wenn man eine Sprengsau als Verbündeten hat, braucht man keine Feinde. Ich dachte, ich habe jetzt die Kontrolle über die und kann die irgendwie retten oder so. Hätte ja sein können. Nein, nicht daneben hauen. Ach, danke. Retten wir mal schnell. Niemanden. Allen geht's gut. Keiner tot. Gut. Ich dachte, irgendwer ist gestorben, aber passt schon. Die sind schon so oft gestorben. Die haben wahrscheinlich alle schon, zum Paar im Team, haben schon sowas von permanente Mali. Ah, Frösteln. Das ist aber wahrscheinlich doch... Nee, keine Ahnung. Oh ja, hier, innere Blutungen. Kann nur durch einen Verletzungskasten oder NPC-Arzt. Müssen wir mal gucken. Weil mittlerweile haben alle schon ziemlich gemeine Sachen. Innere Blutungen sind sehr beliebt bei mir im Team. Aber auch ein lahmes Bein darf natürlich nicht fehlen. Eine Kriegsneurose, sehr schön. Und ein verdrehtes Handgelenk. Oh, und Lucia ist unsere Invaliden-Champion-Person. Eine Kriegsneurose, innere Blutungen und ein ausgestochenes Auge. Ja, das ist irgendwie... Aber hey, wartet mal. Was braucht man dafür? Verletzungskasten. Dr. Fallen Crusader ist nicht unser Doktor. Dr. Basti. Haben wir nicht vielleicht einen bei Verletzungskästen? Würde mich ja fast wundern, wenn nicht, oder? Verletzungskasten. 2 haben wir immerhin. Okay, die benutzen. War braucht den ganz dringend. Heile ich alles auf einmal oder nur eine Sache? Die Lucia. Schau ich mal kurz. Lucia ist vollkommen geheilt. Das ist gut. Wer hat noch viele? Idolim. Idolim kriegt noch, glaube ich, was. Ja. Falsche.
Die Golem. Ja gut, wenn wir schon dabei sind. Dr. Basti, wie wäre es mit ein paar Verbandskästen für die ganzen Leute, die alle total tot sind? I thought I was done there for a sec. Ich auch. Wir haben ja zum Glück genug. Da heilen wir jetzt mal alle durch. I'm back! Ready for vengeance! Cool, ich glaube, ja, Fallen Crusader kann noch. Nee. Oder? Nee, eigentlich. Cyberkuhn heilen wir auch. Oder lang. Major Tomcat? Ja, Major Tomcat unbedingt auch. Ja gut. Wie geht's unserem Schwein? Ah, das Schwein ist in Topform. Okay, cool. Haben wir mal alle durchgeheilt. Dann looten wir. Einen Clownschuh. Noch einen Clownschuh. Eine Rimmerlick-Mutschitz. Hier sind die Pointe in jedem Witz. Okay. Oh, ein neuer Helm. Ein Speerhelm. Level 2 Helm. Trefferchance plus 6. Das könnte doch was für unseren Scharfschützen sein, oder? Ein Armeeflammenwerfer. Ui. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Helm vergleichen. Schauen wir mal. Der neue Helm hat keine Herausforderungen. Anforderungen. Der Helm ist gut. Ja. Aber Basti hat ja die Schweinsmütze schon, die eigentlich auch sehr gut. Aber Wahrnehmung und Trefferchance, das bricht voll für Sniper. Wobei, ehrlich gesagt, könnte den vielleicht auch die Lucia brauchen. Wobei, die haben wir jetzt geheilt. Ich glaube, die hat immer daneben geschossen, weil sie nur noch ein Auge hatte und innere Blutungen und eine Neurose. Jetzt geht's wahrscheinlich. Ja, sie kriegt den. Warum habe ich eigentlich bei ihr eingestellt? Ich meine wahrscheinlich, dass ich sie an ihrem Hut erkenne, aber ich möchte trotzdem das gesehen. Könnte fast ein Charakter aus. Mir fällt der Name nicht ein, aber es ist auch egal, jedem zweiten Militärshooter im Universum sein. Okay. Und dann wollte ich noch gucken. Ach, ich habe so coole Helme. Ich hätte gern viel mehr Charaktere, damit all die Helme verteilen kann. Ach ja, genau. Ah, ich wollte ihr ja eigentlich verrückter Wissenschaftler hochstufen. Nein, Stärke braucht sie. Stärke für den Chemtech-Helm, weil der wäre echt ziemlich cool. Ja, hilft nichts. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, Flammenwerfer. Noch anschauen. Den neuen Armeeflammenwerfer. 18 bis 26 Schaden. Der aktuelle Flammenwerfer macht 10 bis 15. Neuer Flammenwerfer ausrüsten. Sehr schön. Bisschen doof ist jetzt, dass wir keine Munition mehr für den hier haben. 0,62 mm Munition. Die haben wir nicht. Aus. Sind es aus. Es hilft nichts, dann muss ein Flammenwerfer weitergekämpft werden. Ich habe keinen Bock, jetzt hier großartig Waffen zu wechseln die ganze Zeit. Das muss jetzt gehen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Hoffentlich finden wir bald was, die wir brauchen können. Verdrehte Hydraulik. Abgedrehter als deine Schwester. Verstehe ich nicht. Geld und ein altes Taschentuch. Yes! Was will man mehr? Ein Leichenhaufen. Durch das Tor gehen wir dann gleich. Oh, hier ist noch ein Tor. Wo so viele Tore? Tor Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 3? Oder Nummer 4? Wie viele Tore sind hier eigentlich? Da haben wir erstmal ein bisschen Geld im Taschentuch. Mein Gott. Okay, hier sind
mehr Tore, als wir in unserem ganzen Leben öffnen können. Nein, Moment, ich glaube, wir schaffen es. Fangen wir mal mit einem an. Moment, was ist das da hinten noch? Ein Leichenstapel. Sieht gar nicht aus wie ein Leichenstapel. Ah doch, jetzt erkenne ich es. Okay. Okay. Dann gehen wir mal durch Tor Nummer 1. Und ich speichere lieber vorher. Flossknacken 7 erforderlich. Kein Problem für Idolen. Aha. Den haben wir denn da? Den haben wir denn wirklich da? Kann ich mit dir nicht reden? Der Provost hat irgendwas auf Lateinisch gesagt. Ich kann wirklich nicht mit ihm reden. MP-Granate, Rippenbrecher, und zack, zack. Und ein Panzerungs. Dafür kriege ich irgendwelche Achievements, dass ich den befreit habe. Kann ich drücken. Das ist irgendwo Easter Egg. Kennt man den, wenn man im zweiten Teil nicht schon vor 100 Jahren irgendwann mal so gespielt hat? Ist das ein Easter Egg? Ist das irgendwie klar? Ja. Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt Tor Nummer 2 öffne. Vorher weiter. Okay, Tor Nummer 2 führt in einen Gang. Eine Münze. Moment, der verfolgt uns jetzt. Ah, der Provost verfolgt uns jetzt. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Eigentlich ist es... Oh oh, ein Ödlandwürmchen. Ich bin sicher, das ist nicht so niedlich, wie es klingt. Ödlandwürmchen. Aber Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden. Nein, wir müssen nachladen. Das kostet 2 AP, das ist Wucher. Ja, aber wirklich, Major Tomcat, beschwert sich auch zu Recht. Idolem, hau den Wurm. Nee, Idolem, du kommst ab jetzt immer als Letzter dran, weil sonst kriegst du immer 2 Schüsse ab und Kollateralschaden und... Ob ich jemals dran denke, Basti eine zweite Waffe zu geben. Ich dachte ehrlich gesagt, das hätte ich schon mal gemacht. Vielleicht habe ich es nur geträumt. Okay, der Wurm ist tot. Der Kampfmodus ist nicht beendet. Okay. Ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Wo ist der andere Wurm? Haarwürmer. Positionieren wir uns mal alle ein bisschen und gehen in Overwatch. Lösen Sie Overwatch aus. Das ist gut. Dead to... Schade, hat nicht ganz gereicht, dass wir beinahe sehr gut gelaufen. Oh, da kommt gleich noch ein bisschen. Schlimm. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich mag ihn. Der ist super. Golem, hau den Wurm. Oh. Das war überraschend leicht. Und wir kriegen dafür Drachenverzierung. Ach, fürs Fahrzeug. Yes! Wir können unser Auto jetzt irgendwie Wurmteile auf die Motorhaube klatschen und dann ist es super cool oder so. Nice. Tja. Und ganz viel Wurmkörperteile, wie zum Beispiel den Pheromonsack, eine Herstellungskomponente. Der Riesensack ist verantwortlich für die Ausschüttung von Pheromonen. Die werden für die Kommunikation und zum Anlocken von Paarungspartnern eingesetzt. Kann ich so eine Granate machen, mit dem ich dann diese Würmer anlocke? Es klingt so, oder? Es klingt so, als könnte ich eine Wurm-Anlock-Granate herstellen.
Hören wir mal kurz. Ach genau, ich könnte ja vielleicht Munition herstellen. Ich bin manchmal so wunderschön wie vergesslich. Ich glaube, es war die 7,62, oder? Ich glaube schon. Ich stelle einfach mal ein paar tausend Schuss her. Bitte sag mir, es gibt eine Taste, die das schneller macht. Oh Gott, nein. Naja. Ihr habt ja heute nichts mehr vor, oder? Ja. Ich habe viel Schrott. Ich habe viel Schrott mittlerweile. Aber ich habe auch erst vor kurzem verstanden, dass man überhaupt craften kann. Ich mach mal 1000 Schuss, oder? Eieiei, nein, das dauert viel zu lange, 1000 Schuss. Außerdem braucht es doch ein bisschen Schrott, ne? Machen wir mal 300. So viel schießt man ja doch wieder nicht. Ich hoffe wirklich, das war jetzt die richtige Munition. Ich glaube aber schon. Okay, Munition herstellen. Ist gespeichert, merke ich mir. Munition kann hergestellt werden. Heilung brauchen wir nicht. Gut, Verletzungskästen. Wir könnten Verletzungskästen herstellen. Die brauchen wir nämlich. Ich mach mal 10. Granaten. Jetzt gucken wir mal. Molotow-Cocktail. Okay, Schrapnell. Okay, Splitter. Oh, mehr nicht. Schade. Attrappe, die den Gegner dazu führt, anzugreifen. Ja. Okay, I'm good, glaube ich. Erstmal. Nur kurz gucken. Der Herr Doktor. Wie wär's erst mit Verletzungskästen? Kannst du auch ruhig mal auf dich selbst verwenden, warum nicht? Damit wir mal unser Team von permanenten Verletzungen heilen. Und wie wäre es außerdem mit einer Zweitwaffe? Das wäre doch was, oder? Eine, die weniger AP braucht. Auf was bist du spezialisiert, Waffentech? Wahrscheinlich auf Gewehre, ne? Arschkriechen und Scharfschützen. Explizit Scharfschützengewehre. Dann macht halt leider alles andere keinen Sinn und wahrscheinlich kann er überhaupt nichts benutzen. Halt, da hätten wir was. Ach so, das ist wieder ein Bär. Nee, kann wirklich gar nichts benutzen. Nix. Nada. Deswegen keine Zweitwaffe. Verstehe. Das macht Sinn. Na, dann hilft's nicht. Aber ich wollte auch das ganze Team mal, das nicht schon damit ausgestattet ist, mit Granaten und Sekundärwaffen auf. Hier zum Beispiel. Marshall, no. Warum hast du eigentlich nicht zum Beispiel? Was haben wir denn hier? Konfetti-Granaten. Explodieren aber in einem Konfetti-Regen. Ein harmloser Streich vom Herzinfarktpotenzial mal abgesehen. Harmlose Konfetti-Granaten. Ich hätte lieber was mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Wie wär's mit Molotow-Cocktail? Und auch Tricks. Noch. Ich nehme einfach der Granat. Das ist gut. Das nehme ich. Die MP-Granaten. Wäre gut, wenn ich gegen Roboter kämpfe, aber die könnte ich auch hacken. Aber wahrscheinlich nicht alle. Die Attrappen würde ich auch gern mal. Ziemlich viele coole, interessante Gadgets haben wir hier für Fallen Crusader. Aber erstmal verbrauchen wir, glaube ich, die Geschütztürme. So. Jetzt noch mal kurz wechseln zu Basti, der jetzt mal kurz ein Team noch heilen. Da. Ich bin nicht angezeigt. Fallen Crusader, Marshall, No und Abraxel brauchen Heilung. Fallen Crusader. Marshall. Ach, ich kann, glaube ich, eh nur die auswählen, die Heilung brauchen. Okay, ich wollte mich gerade darüber beschweren, dass das Spiel hier echt schlecht ist zu kommunizieren, wer was braucht. Hat das jetzt nicht funktioniert, oder? Okay. Oder doch? Keine Ahnung, hat schon gut, oder? Nee, hat nicht funktioniert. Okay, das ist gut. Nochmal.
Nicht angreifen. Heilen. Ebenteils. Jetzt. Okay. Ich würde sagen, schnell speichern, weiterkämpfen. Ja, ich habe die richtige Munition hergestellt. Gott sei Dank. Der gehört wahrscheinlich zu irgendeiner Mission, ne? Haben wir eine Mission bekommen, dass wir irgendjemanden retten sollen? Ich könnte mich nicht erinnern. Aber ich habe schon wieder ein paar Waffenmods. Und da könnte man... Das Menü wäre schön, wenn das ein bisschen über... Das ist einfach... Ja. Oh, Kegelwinkel plus 20. Chuck. Das ist nicht sehr übersichtlich gestaltet, leider. Das hätte man wirklich schöner machen. Dass man da ständig raus muss und dann auf die einzelnen Finger klicken. Es ist das, ne? Oh ja, wir haben aber ein paar Mods. Da muss ich durch wirklich alle nochmal durchgehen. Außer für den Kopf, ne? Kopf können wir uns schon. Ich glaube, ich fange hinten an, weil ich habe vorne eh schon alle gemoddet. Und hinten auch schon. Na dann. Sparen wir uns das. Aber die Waffen. Ja, warum nicht? Mythische Trefferchance plus 3%. War auch der letzte Mod, den wir hatten. Sehr gut. Außer vielleicht, ganz genau, mehr Kegelwirkung bestätigen. Okay, weiter geht's. Speichern. Weiter geht's. Ich höre irgendwie noch mehr... Wurmgewurmse, kann das sein? Schleimgeschleime. Das hat man zumindest gehört. Was immer noch. Schlossknacken 8 haben wir zum Glück. Nein! Wir haben nicht Schlossknacken 8. Das muss ich mir merken. Das knacken 8. Das ist schon gemein. Das ist ziemlich hoch. Aber es gab ja eh noch ganz der andere Türen, die ich öffnen wollte. Und wenn ich es nicht vergesse bis dahin, können wir jetzt erstmal die anderen Türen öffnen. Dann nochmal leicht hochgelevelt. Deaktivieren. Hinterhältiger Scheiß 3 haben wir, glaube ich, oder? Alarm deaktiviert. Geld. Backauto. Mikroprozessor, Flammen, Schrott. Hm? Gereinigter Teer. Das ist aber gut. Grüner Teer. Hi Pika Pika, wie geht's? Hallöchen. Nanu. Was ist das hier für ein Computer? Hört der hin? Auf dem Monitor erscheinen die folgenden Worte. Nur Payasos Uleros. Hat nicht der eine, den wir gerettet haben, irgendwas von Papayas gesagt? Ist das so einer? Wenn du den Reim nicht vollständig kannst, kommst du nicht durch die Tür. Ah, das waren diese Zettel, die ich gefunden habe, oder? Diese Gedichtzettelchen. Der erste Vers ist gratis. Ihr Pendejos wollt uns auf den elektrischen sitzen. Gibst du jetzt den nächsten ein? Ah ja, genau, aber hier, Gegenstand Limerick Notiz 1, sehr gut. Wir sind die Pointe in jedem Witz. Soweit so gut, Puto. Wie geht's weiter? Aber el payaso mayor. Die Hälfte geschafft, Wichser. Wie geht's weiter? Wird euch noch kriegen, bevor... Vervollständige den Reim, Hurensohn. Der ist aber nett. Verdammt, und beim letzten weiß ich es nicht. Nix von dem, was ich hier habe, reimt sich. Ich verlasse den Terminal lieber. Versager. Trau mich nicht. I'll be back. Trau mich noch nicht. Mal schauen, vielleicht finden wir die vierte Notiz doch. Oder liegt... Ist das ein Mensch da drin? Leiche steht da. Sieht so unmenschlich aus. Gestalt. Künstlich. Gerade. Hat aber ein bisschen Geld und eine Blechdose. Ja, das ist doch nett. Noch ein Armee-Flammenwerfer und ein bisschen Flammenwerfer-Munition. Warum nicht?
Plasma-Verknüpfer, ein Waffenmod. Das ist ja... Das ist ein Waffenmod. Aber hauptsächlich, ich verstehe. Damit kann man seine Waffe zum ultimativen Roboterkiller machen. Aber gegen organische Wesen wie Mutanten oder Tiere oder Menschen macht man fast gar nichts mehr. Oder zumindest deutlich weniger. Gar nichts mehr möglich. Naja, das wäre doch eventuell sogar was für Fallen Crusaders Anti... Ja, genau. Perfekt. Anti-Roboter-Waffe. Dann wird Fallen Crusaders Bewaffnung jetzt einfach noch mehr auf Anti-Waffen ausgerichtet. Das habe ich nicht vielleicht... Was hier eigentlich? Mythic Cyborg-Tech. Habe ich leider nicht. Hätte ich ja. Aber wie wär's denn mit dem Fernglas für Überleben plus 1? Wenn wir es schon haben, warum nicht auch jemand ausrüsten? Ja? So, was haben wir hier? Ein Drogenversteck mit Bonbons fürs Gehirn. Ich verstehe. Eine Spritze mit einer unheimlichen Flüssigkeit. Möglicherweise handelt es sich tatsächlich um flüssige Süßigkeiten. Oder flüssiges Hirn. Verspricht eine Verbesserung des Intellekts. Okay. Und Rhino. Seltsam ausspielende gelber Flüssigkeit. Der gute Stoff, wenn man vitaminarm ist. Und ein paar Zigaretten. Red Rooters. So Sachen werde ich nie benutzen. Weil da denke ich dran. Warum auch? Oh, was haben wir denn hier? Frostbrand. Ein Revolver. Ein Level 14 Revolver. Ein Eisschaden-Revolver. Ein Eisschaden-Artefakt-Revolver. Bin so froh, dass Idolim so gut Schloss knacken kann. Meine Güte. Der Eisschaden-Revolver, das wäre doch vielleicht was für unsere Lucia, oder? Ich meine, den Revolver, der sie jetzt hat, ist echt nicht schlecht, aber ich verdrück mich dauernd. Aber der Eisfrost-Revolver macht mehr Schaden, hat viel mehr Durchschlagskraft, weniger Trefferchance, weniger kritischen Trefferschaden, weniger Schaden gegen Roboter, mehr gegen Menschen. Ja, komm. Ja, ausrüsten. Ein Eisartefakt-Revolver. Da sage ich nicht nein. Das ist ziemlich toll für mich. Noch ein Tor, das wir knacken können. Und ein Level-Up. Yes. Yes, 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 Idolim. Ein Level-Up für Idolim. Yes. Das heißt nämlich, dass wir Schloss... Nein, können wir nicht. Ah, ich muss mir die Fähigkeitspunkte aufheben. Schlossknacken ist echt teuer. Leiden. Wir erhöhen die Intelligenz, oder? Dann kriegen wir 2 Fähigkeitspunkte dazu. Moment mal. Fertigkeitspunkte, stimmt schon. Mach das. Mehr Intelligenz. Und dann. Zack. Schlossknacken erhöht. Genial. Das war das Level-Up, auf das wir gewartet haben. Aber jetzt gehe ich trotzdem erstmal hier rein. Ich hoffe, dass wir hier sehr schnell in eine Sackgasse voller Loot nicht weitergeht. Na, schauen wir mal. Ja, ich bin jemand in Bildung. Hi, Löffelkreis, wie geht's? Okay, cool. Dann haben wir jetzt hier alle Türen geöffnet, oder? Weil das heißt, wir gehen jetzt wieder in den einen Gang. Hier ging es auch noch lang. Map. Aha, aber da kommen wir irgendwohin zurück, wo wir schon waren. Ja, dann gehe ich aber erst da lang. Ist okay. Dann gehen wir erst den Weg, weil ich glaube, da kommen wir eventuell dahin, wo dieser Eiswerfer war, der uns nicht durchgelassen hat. Der Frostwerfer. Ursprüngliche Bewohner. Eine uralte Kassette aus der Zeit vor der Feuerflut. Hören wir uns doch mal an. Curtis is right. The Capital Mall's got everything we need. There's room for everyone. Even tunnels where we can keep the pigs safe. Best of all, it's only got one entrance, which should
vent. I think we can actually make a home there. A place where we can start to build again. It's been 2 years, almost to the day, since Holy the bombs shit. Fell. After everything we've been through. Like, such a gift. A blessing. For the first time since the world ended, I feel hopeful again. Holy moly, habt ihr das gesehen? Jetzt ist Bosskampfzeit, befürchte ich. Okay, machen wir uns bereit. Überraschungsangriff! Attacke! Okay, gute erste Runde, würde ich sagen. Guter erster Angriff. Idole im Nahkampf, aber jetzt noch nicht. Erst alle anderen. Okay, Scharfschützenschuss. Ducken, erhöht Trefferchance. Ausweichen, Schleichdauer. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Warum? Wir haben eh mit ihm so viele extra Aktionspunkte. Warum nicht? Schadet ja nicht. Fallen Crusader hat jetzt halt wieder genau die falschen Waffen gegen den Gegner. Aber macht ja nichts. Kann ja nicht immer. Jeder perfekt spezialisiert sein. Aber ein bisschen, ne? Kleinvieh macht auch Schaden. Kleinkaliber macht auch Schaden. Das ist gut. Kleinkaliber macht auch Schaden. So, da la. Weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht schießen wir einfach normal. Hast du so viel Reichweite? Nenn hast du nicht. Kenn doch meine Pappenheimer. Aber sie hat jetzt dafür die anti-organisches Material Frostpistole. Das ist gut. Was macht das hier eigentlich? Und was macht das hier eigentlich? Ich kann gar nicht lesen, was das ist, was so hoch ist. Aber was ist das? Präzisionsschlag und verursacht beschädigte Waffe. Oh nein. Wollt die Handfeuerwaffe mit einer Trefferchance von minus 50. Aber verursacht beschädigte Waffe klingt nicht gut. Dann mache ich lieber einen Präzisionsschuss auf den Kopf. Warte mal. Auf den Kopf verursacht plus 25% Bonusschaden und 50%ige Chance, dass man nochmal 75% Bonusschaden hat. Oder 35% Bonusschaden und die Panzerung des Ziels. Hätte ich mit ihr mal als erstes geschossen, aber jetzt zielen wir auf den Kopf. Null. Ach, der Herr Frostwurm ist wohl immun gegen Frostschaden. So ist das also. Na wunderbar. Idolem, hau den Wurm kaputt. Hail auf dich. Was haben wir hier eigentlich? Sprungschlag. Yeah! Das war cool. Betäubt, blutend. Was will man mehr? Tod. Tod wäre besser. Okay. Aber abgesehen davon. Okay. Leider haben wir den Wurm nicht in der ersten Runde geschafft. Ah ja, gut. Unsere Verbündeten kommen. Haha. Vom Schwein kaputt gehauen. Mit dem Rüssel umgeboxt. Schön. Was hatte der Herr Wurm für uns? Irgendwie nichts Überwältigendes. Also Herstellungskomponente, Müll. Eine alte Socke. Na wunderbar. Schauen wir mal, ob vielleicht der tote Herr Clown dahin. Ein Clownschuh. Und ein bisschen Munition. Naja. Ich dachte vielleicht so ein Bossmonster Riesenwurm. Ja, ehrlich gesagt gar nicht so. Trotzdem. Würde ein bisschen mehr Loot für uns bereithalten. Irgendwas Besonderes. Nein, auf was zielst du denn bitte? Hallo? Guck doch auf die Gegner. Jetzt speichern sollen. Habe ich gespeichert? Ich weiß nicht. Jetzt. Okay, alles oder nichts. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe. Wir müssen den Kampf jetzt gewinnen. Ist schon mal eine gute Eröffnung. Abraxe mit seiner Gatling, deinem Maschinengewehr. Hat einfach Spaß, glaube ich, an seiner Arbeit.
Jawoll! Ah, ist das schön, manchmal. Manchmal ist das Spiel richtig. Ja, wenn der Plan funktioniert, das ist immer das Schöne an so rundenbasierenden Spielen. Ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Die richtige Figur mit der richtigen Waffe zur richtigen Zeit und BAM! Ah, ist das schön. Das ist herrlich. Ich könnte noch mal versuchen. Warum denn nicht? Versuchen wir noch mal vielleicht mit dem Gehirnwellendurchwurstler Freund zum Feind zu machen. Aber irgendwie funktioniert das nie, oder? Da, Idolen. Wenn wir jetzt genug Aktionspunkte hätten, um beide umzuhauen, wäre es ein Traum. Aber ich glaube, dass... Nee, das kann nicht funktionieren, leider. Aber alle bis auf einen ist ja auch schon nicht schlecht. War leider gerade der unnötigste kritische Treffer in der Geschichte dieses Spiels, dieses Runs hier zumindest. Aber trotzdem, kritischer Treffer. Aber den hätte es nicht mehr gebraucht. Aha. Er kann noch eine Sache machen, bevor er stirbt, und das ist demoralisieren. Hat vorhin Crusader nochmal ganz schön beleidigt. Und jetzt stirbt er. Dulem, hau ihn einfach kaputt. Oh, der spart mir nicht wohl. Noch ein Clownschuh. Schweinehaut, Speck, Nase, Verletzung, hinten. Haben wir eine gefrorene Leiche. Die hat einen Schlüssel. Ah, wahrscheinlich müsste ich jetzt gar nicht mehr das Schloss knacken. Aber jetzt habe ich extra hochgelevelt. Auf Schlossknackstufe 8, Mensch. Können wir bestimmt in Zukunft noch oft genug brauchen. Schlossknacken lernen ist nie verschwendet. Dass sowas das nur ausbleibt, der tatsächlich, wenn jemand drauf stehen bleibt. Aber müssen wir eh nicht hin, haben wir eh schon. Bin der Done That. Tudala. Tudala. Jetzt. Nein, das ist das ist falsch. Da ist der Ausgang. Da wollen wir noch. Moment, Schlossknacken unmöglich? Ach so, warte mal. Das ist das? Jetzt bin ich verwirrt. Wo war denn dann... War das dann... War dann doch... Aber dann ist hier... Der Ausgang. Dann versuche ich vorher das nochmal. Notiz 1, Notiz 2, Notiz 3 und jetzt... Weiß ich nicht. Ein anderer euch die Kehle aufschlitzt. Ah, das war's. Was? Okay. Gut geraten, würde ich sagen. Oh, das sind aber Gegner. Ich bin ins Hauptquartier der Clowns eingedrungen anscheinend. Ich bin in Clowntopia. Clownhausen. Jetzt wäre... Die stehen so schön alle zusammen, ne? Jetzt ein Flammenwerferschuss. Das wär's. Was so da kann ich glaube... Obwohl... Ich habe gehört, Clowns sind sehr brennbar. Aber irgendwie werden die mir nicht ange... Doch. Oder wie? Was? Jetzt. Ah doch. Okay, passt schon. Guck mal, da ist irgendwie jemand mit einer Kapuze und so. Das sieht gar nicht clownsmäßig aus. Naja, Feuer.
Okay. Soviel zur Eröffnung. Grafschütze Basti geht hier in Deckung und bleibt da wahrscheinlich für den ganzen Kampf. Aber kann halt auch immer schön angreifen in der Runde. Bold Crusader, jetzt wird's Zeit für ein paar deiner tollen Gadgets, die wir dabei haben. Wie wär's zum Beispiel mit einem Geschützturm da vorne? Geschützturm! Und wie wär's vielleicht mit einer Schrumpfgranate? Schrumpfgranate wäre sehr gut. Könnten wir alle drei schrumpfen. Mini-Clowns! Und so funktioniert es, dass immer so viele Clowns und so kleine Autos gleichzeitig sind. Wäre das Rätsel auch gelöst. Dank vollen Crusader. Das sind keine sehr guten Trefferwahrscheinlichkeiten. Naja, hat trotzdem funktioniert. Marshall No, wenn der mal in Position ist und richtig austeilen kann, haut der so rein, dass es nicht mehr feierlich ist. Hat aber leider dafür nicht so viel Reichweite. Kann aber unter Umständen mit ein bisschen Glück dreimal schießen. Udala. Lucy hat halt wirklich auch leider gar keine Reichweite. Aber gut. Wir sind alle sehr empfindlich gegen Eis. Das ist beste Trefferchance bei dem Gegner hier. Nicht? Ja, schade. Ich wollte sie schon feiern, aber dann schießt sie doch noch daneben. Aber der Versuch zählt. Okay, Idole. Wie wär's damit, wenn du den schnell abstaubst? Und jetzt haben wir nicht mehr genug Aktionspunkte, um irgendwas zu machen. Also gehen wir hier in Deckung. Ah, diese große Gudrung mit dem Umhang kann irgendwie fancy Sachen machen. Hat gerade einen Spider-Bot beschworen. Die ist irgendwas Besonderes. Nicht normal. Wow, Lucy hat schon wieder erwischt. Und die Dolem kriegt auch ganz schön was ab. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier reinzukommen. Kriegen wir schon hin. Ich habe ein paar Ideen. Erstens, ihr Zähne. Zweitens. Mist, ich kann nicht noch ein Tier zähmen. Okay. Zweitens, Granate auf die drei Herrschaften da werfen. Ohne irgendwelche Verbündeten zu verletzen, bitte. Dann halt noch so ein bisschen in Deckung geben. Okay. Immerhin. Idolem. Da müssen wir mal gucken. Erstmal Fallen Crusader, bitte hier zum 100. Mal oder so. Ich frage mich, warum die Lucy dauernd stirbt. Ich verstehe es nicht. Aber da bin ich jetzt gespannt. Weil Fallen Crusader jemanden wieder erweckt hat, haben jetzt alle plus 6 Konstitution, Lebensenergie halt. Rotzug. Ach, jetzt heilen sich alle ein bisschen. Oder wie? Oder was? Was ist los? Okay, jetzt hacke ich den Roboter, den unsere mysteriöse Kaputtperson gerade beschworen hat. Sehr gut. Und dann schießen wir nochmal mit unserer Pistole. Ah ja, warum nicht? Ah, daneben. Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Lass nicht zurück, ein rücksichtsloser doppelte Fall, der Kugeln abfeuert, aber weniger Trefferchance. 6% ist ein bisschen sehr schlecht. Nee, dann lassen wir. 41 ist schon besser, ne?
Bum, bum, bum. Hey, genau genug. Einmal zu schießen hätte sie. Ihre Eispistole. Aber die Trefferchance nicht gut. Außer auf den. So, Idolim sieht nicht fit aus. Idolim braucht, glaube ich, dringend mal ein Stimpack. Gut. Das hätte Lucy eigentlich auch brauchen können. Verdammt. Können wir den da hauen? Der ist schon krass. Das ist halt der Boss, ne? Den heben wir uns vielleicht für den Schluss auf. Im Endeffekt muss ich das Schwein leider noch hauen. Das muss dringend noch... Das hilft nichts. Das haben wir auf die harte Tour gelernt. So ein Schwein kann mein ganzes Team in einem Schlag weghauen. Nein, daneben. Oh, das war so ein wichtiger. Oh Gott, das war so ein wichtiger Schlag. Okay. Oh nein. Daneben. Cool, die greifen jetzt die gehackte Drohne ein. Das ist natürlich schön. Das ist das gehackte Schwein. Und bringen sich alle gegenseitig um. Mich auch ein bisschen. Oh Gott, die Lucy. Schon wieder tot. Ich muss echt mal gucken, hat die keine ausreichende Panzerung oder was ist mit der los? Oh, Frank Crusader hat's auch erwischt. Oh! Nein! Was ist denn mit diesem Clown los? Dieser Clown ist irre. Ach du Scheiße. Dieser Box-Clown. One-Hit killt hier meine Leute links und rechts. Ah, um Himmels Willen. Okay, jetzt pass auf, Idole. Du bist schnell. Schnell wie der Wind. Du gehst jetzt überall von NPC, von Begleiter zu Begleiter und erwächst die wieder zum Leben. Das ist eine gute Idee. Hallo, Handeleise, wie geht's? Willkommen. Nicht genügend Aktionspunkte. Das ist schlecht. Können wir den Clown hauen? Der ist auch außer Reichweite. Können wir irgendwas machen? Deckung gehen. Das ist auch nicht. Uiuiui. Ui. Das ist aber kein sehr angenehmer Kampf, den wir hier haben. Kein sehr angenehmer Kampf. Leicht unangenehm. Okay, alle sind zumindest mal wieder erweckt. Das ist gut. Das ist ein Anfang. Disto Gogo muss weg. Disto Gogo ist irre. Aber außerdem brauchen alle Heilung. Der war jetzt geschrumpft. Der hat jetzt in geschrumpftem Zustand alle umgebracht. Wie krass ist der dann erst umgeschrumpft? Ich fürchte fast, wir werden es jetzt vielleicht rausfinden. Vielleicht weniger krass. Ich meine, ist es möglich? Ach Gott, ey. Ich wollte jetzt... Oh, ich wollte mich... Ich hatte nicht vorzuschieben. Das war absolut nicht das, was ich gesagt wollte. Dammit. Ich glaube, außerdem ist hier in der Explosion unser Robo-Huhn gestorben. Aber kann halt nicht alle retten. Ah, was ist denn los? Das war gerade nicht ich. Ich verstehe nicht, warum ich den einen da hinten nicht treffe. So würde ich angeblich alle treffen. Hör bitte auf dauernd. Ey, ohne Scheiß. Das ist ein bisschen doof. Okay. Nein! Meine Güte, das macht es automatisch. Wirklich. Das macht das Spiel vollkommen automatisch. Ich weiß nicht, warum die Kamera sich da aufrichtet. Aber das ist nicht gut.
Hey, Handeleise, danke schön fürs Prime-Abonnieren. Super nett von dir. Wenn du es noch nicht weißt, wenn du jetzt auf meinen Discord-Server gehst und dort dann dein Twitch- und dein Discord-Profil verbindest, dann hast du auf dem Discord-Server Zugriff, ich hoffe es, dass alles funktioniert, auf den Patreon- und Unterstützerkanal. Dort findest du dann auch zusätzliche wöchentliche Lorecore-Videos. Du Fallout 76 aktuell. Nur, dass du es weißt. Auch Twitch-Abonnenten haben da Zugriff auf diese extra Bonus. Nicht nur Patreons. Okay, was machen wir? Er hat leider nicht mal Heilung. Ich schrumpf den Clown nochmal. Schrumpf den Clown. Kleiner Clown ist besser als ein großer Clown, oder? Das hat schon meine Oma immer gesagt. Okay, nächste Gegnerrunde. Ich ahne ganz Schlimmes. Schauen wir mal, was passiert. Cool. Greift ihre eigene Drohne an. Das ist nett. Der wird demoralisiert, nichts Schlimmeres. Die ist schon wieder tot. Meine Güte, dieser Boxer! Meine Güte! Meine Güte! Dieser Boxclown ist lächerlich mächtig. Der bringt mein ganzes Team um. Der bringt einfach mein ganzes Team um. Der ist quasi wie Idolem, nur total crazy. Total crazy Idolem sollte die Figur heißen. Finde ich. Ah, oh, ich zähme mal das Schwein dahin. Dann geben wir sowas von wieder in Deckung. Ah, Glück gehabt. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich heilen. Das ist dringend notwendig. Vielleicht sogar noch ein zweites Mal? Nee, schade. Okay. Ah, oh, um Himmels Willen. Dieser Boxclown. Idolem. Nahkämpfer gegen Nahkämpfer. Du musst den Boxclown weghauen. Vergiftet. Gut. Dammit, der letzte Schlag ging daneben. Schade, das wäre wichtig gewesen. Aber kann man wohl nichts machen. Keine Munition mehr. Ach so, aber ich muss nur nachladen. Nach der Runde sind alle so tot. Alle so permanent verletzt. Aber was soll man machen? Muss er weiterkämpfen? Dieser Boxclown, er bringt alle um. Oh, gut gemacht. Wenn dieser Boxclown nicht wäre. Aber wie krass kann denn bitte ein so ein kleiner Boxclown sein? Das ist doch nicht normal. Das gibt's doch einfach nicht. Hey, ist die Lucia jetzt wirklich tot? Kann das passieren, dass die jetzt tot ist? Ich finde das sehr krass. Ich muss neu laden. Auch wenn wir jetzt gerade gewonnen hätten. Aber ich glaube, die sind einfach tot. Ich glaube, die sind wirklich einfach gestorben. Mein Gott. Nee, das geht nicht. Wir müssen neu laden. Die kann ich nicht sterben lassen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger NPC. Dammit! Okay. Also, nochmal ernst. Das Ganze. Den Kampf machen wir jetzt nochmal in Ernst. Den Link habe ich immer unter all meinen YouTube-Videos, aber ich kann ihn dir auch schnell hier reinposten. Moment. Moment. Nur kurz einen Schritt zurück, weil es gibt leider keine Pause in dem Video, was ich super nervig finde und ich weiß nicht warum, aber gut. Kurz. Ich muss nur kurz eins meiner Videos öffnen. Der Browser ist, während ich streame, leider einfach super langsam. Deswegen. Dauert's ein bisschen. Ja. Tada! Bitteschön. Okay. Team, sind wir bereit, gegen den Killer-Clown zu kämpfen? Der Killer-Box-Clown. Die größte Gefahr, der sich unser Team bis jetzt stellen musste. Der muss weg. Ah, voll daneben geschossen. Voll daneben geschossen. Ärgerlich. Wäre so wichtig, dass der Killer-Box-Clown stirbt. Alles andere ist egal. Wirklich, alles andere ist sekundär. Weil die anderen schaffen wir schon. Das war immerhin ein guter Treffer, aber man trifft den Killer-Box-Clown auch so schwer. Der ist irgendwie ein bisschen gut ausweichig. Hasse ihn. Ich glaube echt, Lucy wäre eigentlich jetzt mit ihrer neuen Eispistole sogar ziemlich gut, um den zu killen. Selbst macht ihm nicht so viel Schaden, wie es schön wäre. Aber er ist wenigstens eingefroren. Ich glaube, das verlangsamt ihn oder so. Ist nicht so, dass er eine Runde aussetzen müsste. Aber immerhin. Oder? Besser als nix. Praxe muss leider hier im offenen Feld stehen bleiben. Das verschossen. Was wäre denn, wenn, jetzt passt auf, wenn Abraxel einfach mit seinem letzten Schritt ein bisschen aus dem Weg geht, die Golem schon mal in Position rennt, einfach auch aus dem Weg, wie sieht es da mit der Trefferwahrscheinlichkeit aus? 52. War noch nicht sehr viel besser. Na, dann ist egal. Ich habe jetzt weniger Aktionspunkte gebraucht, um hier in Deckung zu laufen. Naja. Was macht verschrumpft? Das ist ein Statuseffekt. Wird schon gut sein, oder? Wenn ich Gegner schrumpfe. Idolem, du bist unsere letzte Hoffnung. Hau den tiefgekühlten, gefrorenen Gegner um.
Nein! Was doch unsere letzte Hoffnung, Idole. Was ist passiert? Okay. Jetzt wird's eventuell sehr schmerzhaft für unser Team. Schauen wir mal. Das war eine sehr gute Runde. Idolem hat überlebt. Einer ist gestorben. Das ist ein, das hätte so viel schlimmer laufen können. Jetzt schauen wir mal. Ah, 26%. Einer trifft den mehr. Wahrscheinlich steht jetzt auch noch im Rauch, ne? Das ist trotzdem. Komm schon, irgendwer muss den Killerclown killen. Gibt's doch nicht. Ah, Basti. Scharfschütze, du schaffst das. Ah, no! Okay, immerhin. Jetzt muss er noch angepustet werden von irgendwem, bitte. Ja, ein bisschen mehr noch. Ah, noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, Killer. Killer Clown ist tot. Killer Clown ist tot. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Nein, nein, nicht den Tag vor dem Abendlob. Es kann noch viel schief gehen. Aber das war super duper, super, super, super wichtig, dass wir das geschafft haben. Jetzt käme ich das Schwein da hinten anscheinend. Warum nicht das andere? Ist das nicht näher? Naja, egal. Ich weiß schon, dass ich Abraxe damit voll schutzlos da hinten hinstelle, aber ein so ein Schwein kann mein Team wegkillen. Wirklich. Deswegen mache ich das. Jetzt schrumpfen wir alle vier. Ich hoffe wirklich, dass das sinnvoll ist, dass ich die immer alle schrumpfe. Nicht, dass die dann einfach nur super, super schwer treffen werden. Ich meine, die stehen jetzt im Rauch. Da, Gehirnwäschestrahl. Der hat noch nie funktioniert. Warum mache ich den immer? Der funktioniert nicht. Der ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht mit diesem Gehirnwäschestrahl. Ah, die Trefferwahrscheinlichkeiten, ey. Ah, ich habe vergessen, den Roboter zu hacken. Ich bin so doof. Den Sägewelpen. Den hätte ich echt hacken sollen. Ach, shit. Ärgerlich. Oh, oh. Was zur Hölle passiert da, ey? Ach, wenn der mal nicht da daneben schießen würde. Das wäre gut. So, wie ist die Situation? Alle sind tot. Bis auf einen. Wann genau ist das passiert, bitte? Wann ist das passiert? What? Und ich habe mich so gefreut, dass der Horrorclown tot ist. Irgendwer hat nur zwei Runden, bevor er stirbt, aber ich finde niemanden. Vier Runden. Eins,
zwei, drei, vier, fünf Leute haben wir im Team. Eins, zwei, drei, vier. Achso, nee. Ah, aber. Das müsste Idolem sein. Warum steht denn da zwei, wenn hier steht vier? Hm, ich weiß nicht, aber ich erwecke ihn lieber mal wieder. Müssen wir einfach mal durch die Bank erwecken. Hilft nichts. Aber ich würde trotzdem auch echt gern den Roboter hacken. Ach, der ist tot. Aha. Außer Reichweite. Wiederbeleben. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Na super. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir schaffen es schon wieder nicht. Dammit. Ich kann eigentlich neu laden, aber ich habe noch nicht ganz aufgegeben. Ich habe noch nicht aufgegeben. Auch wenn es wahrscheinlich besser wäre. Mein Plan ist, einfach jetzt alle so lang immer wieder zu erwecken, bis irgendwann irgendwie genug Leute leben oder so. Und keiner stirbt, vor allem. Das ist die Hauptsache. Oh Gott, wie soll das... Wenn ich die wieder wecke, haben die immer nur 3 AP. Was soll ich mit 3 AP anfangen? Auf die Bank schießen. Sinnloserweise. Jetzt sind nämlich schon wieder angezündete Kampfschweine unterwegs. Ist absolut aussichtslos. Ich mach trotzdem weiter. Manchmal mag ich das auch, so aussichtslose Situationen dann trotzdem noch zu Ende zu spielen. Auch wenn ich schon weiß, dass das nirgends mehr hinführen wird. Aber ich will sie. Aha, mit Sprengschweinen. Ich hab's vermutet. Game over. Mach die fertig, ey. Ich brauch nur eine Strategie mit diesem Clown. Mit diesem blöden Boxclown. Die stehen am Anfang alles so schön zusammen. Die sind für Sprengstoff quasi auf dem Präsentierteller stehen die. Aber... bringt mir alles nix. Okay, Moment. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in unser Waffenrepertoire. Habe ich nicht... Ich hätte den Wieselwerfer, der gefrorene Frettchenwerfer. Da haben wir aber nur noch ein gefrorenes Frettchen. Aber wie wär's denn mit einem Raketenwerfer? Haben wir Raketen? Wir haben 3 Raketen. Das klingt doch noch was, das könnte man machen, ne? Wer kann Sprengstoff? Irgendwer kann sprengen. Aha, na guck. Das ist doch eine gute Idee. Statt immer nur diese Gadget-Waffen, die in gewissen Situationen ganz cool, aber meistens irgendwie ein bisschen doof sind, geben wir doch Fallen Crusader mal eine ordentliche Sprengwaffe zur Hand. Das ist doch eine gute Idee. Ich mag ja die verrückten Wissenschaftlerwaffen echt gerne, aber ab und zu muss einfach mal Power. Ab und zu muss Power. Ein guter Spruch. Schreibe ich mir auf ein T-Shirt. Absolut muss einfach Power. So.
Das ist schon mal gut. Und jetzt die Lucy. Erstens aufgesprungen. Auch gut. Können wir nämlich noch ein. Nee, können wir nicht. Dein erster Angriff nach dem Nachladen einer leeren Waffe ist kostenlos. Ach ja, das ist nett. Das nehmen wir. Lucy, was ist mit deiner Rüstung los? Warum stirbst du immer sofort instant? Die wirklich so schlecht? Und vor allem haben wir was Besseres. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht. Nichts, was du tragen kannst. Panzerung 4 ist eh voll gut. Da müssen wir nicht nichts machen. Gehen alle nicht. Nee, okay. Dann muss ich hinzugehen. Ich hoffe, der Raketenwerfer macht so viel Schaden, wie ich das von dem Raketenwerfer erwarten würde. Ich glaube, der Raketenwerfer darf jetzt auch gleich mal die Runde eröffnen. Ah, dürfte von mir stärker sein, aber gut. Ist auf jeden Fall eine schöne Eröffnung. Jetzt schauen wir mal. Jetzt erstmal würde ich sagen, für nächstes Mal den Raketenwerfer schon mal nachladen. Kommen wir vielleicht nochmal. Ja, kann passieren. Okay. Weiter geht's. Marshall, wie wär's mit einem Molotow-Cocktail? Macht leider auch. Macht alles nicht so viel Schaden, Mensch. Aber ich glaube, vielleicht so Feuerschaden über Zeit darf man vielleicht gar nicht unterschätzen. Ich versuch's einfach mal. Wir hauen jetzt alles, was wir an Sprengstoff haben, da rein in diese Gruppe der ersten Runde. Und dann hoffe ich, dass alle vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, mit Deckung zu machen. Mehr Granaten! Ah, geht nicht mehr. Mehr Granate geht nicht. Na dann, gehen wir nochmal mit der Eispistole. Den könnten wir killen, ne? Wäre einer weniger. Aber der stirbt wahrscheinlich auch, durch die Explosion, die jetzt hoffentlich vielleicht noch kommt. Schauen wir mal. Hätten wir dann noch im Hang. Ist aber auch so eine Armee hier einfach. Unglaublich. Wird fast gern. Ich weiß auch nicht, was ich gewinnen. Irgendwie sind jetzt alle Schweine schon aggro, obwohl die noch gar nicht entzündet sind. Das ist interessant. What a twist. Aber das heißt, dass ich die auch jetzt schon zähmen kann. Vorher sollten wir jetzt wahrscheinlich nicht laufen. Oder ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie hier die Regeln sind. Aber ich würde es vielleicht eher vermeiden. Na, immerhin zwei Gegner mal besiegt, ein Schweinchen bekehrt. Auch nicht. So, das war's jetzt leider, befürchte ich. Wir stehen direkt neben einem Öltank. What could possibly go wrong?
Ah, damn it. Come on. Did you just wet your pants? Habt ihr gesehen, wie viel Feuerschaden der gerade bekommen hat? Nämlich schon ziemlich viel. Das ist gut. Okay, das war jetzt eine sehr gute erste Runde. Jetzt wäre es echt von sehr großem Vorteil, wenn ich so ein Explosionsschwein... Das geht leider gar nicht. Verdammt. Wo ist denn der Boxclown? Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Boxclown hingelaufen ist. Die hat auch ihren Roboter gar nicht beschworen. Was ist denn heute los? Oh, warte mal. Einen hat's erwischt. Wie ist das passiert? Ah, immer ist irgendwas. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo der Boxclown ist. Aber hier muss eine Rakete rein, das weiß ich. Verdammt. Stellen wir auch noch auf. Wir gehen noch mal einen Schritt weg von dem Ölfass. So, den können wir, eine Runde können wir den schnell liegen lassen, oder? Ach komm, wir decken schnell auf. Was soll's? Also halt innere Blutungen. Ja gut, keine Ahnung. Oh yeah, das ist eine gute Granate. Und noch eine, oder? Was geht's? Cool. Wir haben immerhin den Kapuzenhaini jetzt auch schon gesehen. Idolem, was machst du denn? Wollen wir die Idolem? Es ist für mich so verwunderlich, dass jetzt die ganzen Schweine böse sind. Vielleicht, weil ich mit dem Raketenwerferangriff auch die Schweine angegriffen habe. Deswegen sind die jetzt gleich aggressiv. Das ist gar nicht so schlimm, ist eigentlich. Weißt du was? Ich nutze jetzt die Rauchgranaten der Gegner für uns Vorteil. Ich gehe jetzt mit dem Nahkämpfer da rein. Treffen wir zwar wahrscheinlich nichts, ganz genau, habe ich befürchtet, aber wenigstens dürften wir jetzt auch wesentlich schwerer zu treffen sein. Ach, ja genau, da sitzt ja noch einer, den habe ich komplett vergessen. Ach, das ist schlecht. An den hätte ich vielleicht denken sollen. Das wäre gut gewesen. Naja, kümmern sich unsere Pets hoffentlich drum. 35% Trefferchance. Nehme ich lieber einen von denen aufs Fahren. Marshall, Marshall, Marshall. Kannst du dich angreifen? Bisschen mehr Entdeckung geht vielleicht. Oh, das Schwein ist sehr gefährlich. Oh, shit. Diese Schweine, ein so ein Schwein. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit laufen können. Echt nicht. Ein so ein Schwein und mein Team ist tot. Star Attraction!
drei am Boden. Ach, Mann. Mach weiter. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Mach uns einen Tierfreund. Aber warum ich jetzt das andere Schwein hier nicht zähmen konnte, verstehe ich nicht. Okay, Idolim, alle wieder erwecken. Hilft dir nix. Hilft dir nix. Irgendwer muss es tun. Okay, das Team ist wieder auf den Beinen. Nicht lange wahrscheinlich, leider, aber immerhin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Nein! Come on! Das war nutzlos. Okay. Aber wo ist denn der Boxclown? Ich weiß nicht, wo der Boxclown ist. Ich meine, ist der irgendwie gestorben oder so? War der wirklich so feuerempfindlich? Ist der hier drin einfach Flammen aufgegangen? Ich weiß es nicht. Ich vermisse ihn nicht. Der muss nicht wiederkommen. Also so cool, aber beunruhigt mich, dass er nicht da ist. Clown. Und boxt mein ganzes Team weg. Aber er ist auch verbrannt. Immerhin. Oh Mann. Hande leise. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Hi, danke fürs Abonnieren. Voll super nett von dir. Ach so, das ist eine alte Nachricht. Entschuldigung, das hatten wir ja schon, ne? Hande leise. Es hat nämlich gerade Bling gemacht. Aber ich sehe gar keine neue Notification in meinem Feed. Keine Ahnung, was das war. Wenn irgendwas mir nicht angezeigt wird, sagt mir Bescheid, irgendwer was abonniert oder so hat. Ich habe nur das Bling gehört und dass wir das Oberste in der Leiste. So, alle wieder erwecken. Es hat eh nur zwei erwischt, das ist sogar ziemlich gut eigentlich. Komm, wir schaffen's. Wir haben den Killer-Clown besiegt. Gezeichnet. Wirklich, wirklich. Hätte noch eine Rakete. Ach so, aber er war tot. Er hat nur drei Aktionspunkte. Er auch. Ich meine, jetzt wo Boxclown weg ist, lohnt es sich vielleicht, dass man Heil-Items benutzt. Sagen, Abrax ist in Overwatch. Vielleicht läuft hier irgendjemand rein.
eventuell. Ja, versuchen. Na gut, okay. Hätte ich es mal lieber nicht versucht. Nochmal. Dammit. Hätte ja sein können. Wie viel kostet Nachladen gleich nochmal? Noch erwischt, aber ist nicht schlimm. Das kriegen wir schon hin. Der Kampf ist jetzt fast gewonnen. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Tämen noch so viele Schweine wie möglich. Was? Bitte nicht auf Major Tomcat schießen, sag. Komm schon, 43% ist nicht so wenig. Da könnte man schon mal treffen. Man muss nicht viermal voll daneben schießen. Oder fünfmal. So schlecht sind 43% Trefferschance auch wieder nicht, Lucia. Was ist denn los? Mensch. Begleiter. Seltsamer, komischer Begleiter, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt und wer er ist und warum er da ist. Danke für deine Hilfe. Haben wir gewonnen? Ne, anscheinend noch nicht. Aber was fehlt denn noch? Noch ein Gegner. Ah. Okay, wir haben es geschafft. Oh nein. Gott, war das schlimm. Warum kann ich nicht speichern jetzt? Okay, dann plündern wir mal in Ruhe. Was haben wir hier? Ein Schweineschwänz. Oh Gott, oh Gott. Ein Verbandskasten. Eine Clansnase. Weg. Stuff. Stuff. Ein Nagelkästchen und ein Schlüssel. Dizo Gogo Safe Schlüssel. Das ist der Clown, den wir umgebracht haben. Und wir kriegen von dem keine Artefakt super krassen Kampfhandschuhe. Verdammt, dann war der einfach echt ein guter Boxer. Bild eines Clowns. Ein schwarz-weiß Bild eines gewöhnlich aussehenden Mannes, der vor einem teilweise verdeckten Schild steht. Die sichtbaren Buchstaben lauten geht's. Wie geht? Ne? Vielleicht. Auf der Rückseite des Fotos steht, ich habe es geschafft, ich habe herausgefunden, wer Lara Bell ist. Aber ich glaube, ich schätze mal, das war der Anführer der Clowns-Gang. Wir haben jetzt die Clowns hier ganz schön fertig gemacht. Eine Statue von Jesus wurde mit Clown-Kleidung und Schminke verziert. Geht ihm aber. Na, sonst ist hier kein Loot. Warum macht's denn da einen Wusch, 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 Wusch? Eine Munitionskiste. Wo ist denn der Safe jetzt? Wir haben doch gerade den. Ah, da ist noch eine Tür, okay. Gift. Aha. Safe.
Ja, mit dem Schlüssel. Moment mal, erfordert Schlossknacken Level 7. Ne, dann machen wir das so. Lagereinheit 107 Schlüssel. Ich habe das wahrscheinlich alles schon geknackt. Attrappen. Eine Clownhupe, eine Fahrzeughupe. Wir müssen unser Fahrzeug so dringend modifizieren. Wie cool. Konfetti-Granate-Herstellungsrezept. Ich dachte, die habe ich schon. Straßenschild, Walter. Geld, Schrott und Rüstungsmod. Naja, okay. Gucken. Wo sind wir? Waren wir? Wo kommen wir hin? Wir sind hier. Wir waren überall. Also gehen wir jetzt nach rechts und dann sind wir fast da. Ich lasse lieber Idolim, Abraxe vor. Nee, wisst ihr was? Wir heilen jetzt schnell eine Runde. Greifen. Taste. Wir haben wieder permanente Kriegsverletzungen, die wir mal weg. Bandagieren. Der hat eigentlich keine permanente Verletzung. Der ist nicht gestorben. Ein Ziel in Reichweite. Okay, ich glaube, wir haben. Dann kriegt noch ein paar Leute auf jeden Fall noch ein Medkit. Alle Idole. Gerade aus irgendeinem Grund habe ich gerade Darkest Dungeon Flashbacks bekommen und habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich lassen sich die alle heilen. Keiner sagt, nein, ich bin verrückt und lass mich nicht mehr heilen, wie es in Darkest Dungeon sagt. Das ist ein tolles Spiel. Ist es wirklich? Das klang gerade so ironisch, aber nee, Darkest Dungeon ist echt super. Aber verdammt, ist das auch gemein. Whoa, stop! Where the fuck did you come from? You can't come in here! Frank E. Steen, wer bist du und warum bist du so cool? Mit grüner Haut und so einer Frankenstein-Frisur. Frank E. Steen, wenn du Begleiter bist, dann muss irgendwer von den anderen leider gehen. Wir haben eine Eintrittskarte. Alright, so you do. But I didn't see you go in. What the hell were you doing in the Warrens, man? Wir haben uns nur umgesehen. Wir haben einen anderen Eingang gefunden, wollen uns umsehen. Wir haben gegen ein paar Verrückte in Clownskostümen gekämpft. Did you just say clowns? Fuck. So I'm not going insane. That's good. We've been hearing laughter and giggling coming from the Warrens. And people keep disappearing. Our boss Flab's gonna want to hear about this. You guys can find him upstairs. Head upstairs and talk to Flab. He'll make it worth your while. Frankie's Steen ist leider kein Begleiter, scheinbar. Doch nicht. It finally stopped. It finally stopped. Thank you. Thank you so much. DJ, rest in peace. Hey, 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 welcome to the house of DJ RIP. I take it you're here for the giveaway contest. No. All right. We're live in 3, 2. All right, everybody. It's time for another round of DJ RIP's Believe It or Not. We have some new faces for you today. Hey, introduce yourselves to our audience. Wir sind die Ranger. The Rangers of Colorado. Get ready for the question. But first, a quick shout out to today's sponsor, the fabulous Chick Flicks Theater. Come see their shows, come again, then leave satisfied. Now, your question. In the year 1984, a giant marshmallow man attacked the city of New York. Believe it or not. Earth Freedom, danke fürs Abonnieren. Super nett von dir. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, ich sag's jetzt am Anfang immer dazu, wenn du auf dem Discord-Server bist,
dann kannst du jetzt mit deinem Abo auch auf Patreon und Unterstützer zugreifen und kannst dir da auch die zusätzlichen wöchentlichen Lorecore-Videos anschauen, die ich dort jede Woche posten werde und schon eins gepostet habe. Okay, im Jahr 1984 griff ein riesiger Marshmallow mal New York an. Glaubt ihr das oder nicht? Also in Ghostbusters ist es wirklich passiert. Insofern glaube ich's. Ich war dabei. Ich habe es auf der Leinwand gesehen. Es ist natürlich nicht wirklich, aber ich glaube es. A true believer, folks! And you may remember seeing that giant Marshmallow Man in the movies. But thankfully, the giant Marshmallow Man was never real. Damit, ich hätte gehofft, dass hier die falschen Antworten die richtigen sind. Still, we won't let a true believer go unrewarded. Right, listeners? Here's a little something for you. And for our listeners, this next one is dedicated to all you fellow believers out there. Wer bist du? DJ RIP in the house. Basement. I'm the Bazaar's resident jockeyer of discs and spinner of plates. Here to entertain the masses. Na gut, ich gehe jetzt. All right. Hey now, stay away from the cages. Aber da ist was zu buddeln. Hey there. Always good to see some friendly faces down here. Don't go near the cages though. The little piggies are friendly, but they'll bite if they get spooked. Bad Wolf, danke fürs Abonnieren. Bad Wolf, du bist eh schon Patreon und Dingsy Bumsy, oder? Patreon und YouTube-Unterstützer. Wie nennt man das Kanal? Wie heißt's? Fällt's gerade nicht ein. Dann muss ich dir das nicht erklären, auf jeden Fall auf Discord. Wie heißt's denn jetzt auf YouTube? Kanalmitglied. Ja, Kanalmitglied. Ach, kommen wir schon mal durcheinander, ne? Patreon und Steady-Unterstützer und Kanalmitglied und Twitch-Abonnent. Ah. Oh, don't mind the smell. Nothing some fragrant flower beds wouldn't fix. Only thing is, we ain't got any of those down here in the Warrens. Wir haben Parfüm gefunden. Du könntest einen Lappen damit tränken und ihn dir unter die Nase halten. Schweinescheiße nicht mehr so riecht. Interesse? In flame, pig balls, you're a lifesaver. Yes, absolutely, I'll take that off your hands. And here's a little something for your troubles. You come back anytime now, okay, friends? Ja, wieso? Weil Twitch-Abonnenten können das jetzt auch. Die haben auch Zugriff auf den Kanal. Das funktioniert jetzt alle. Kümmerst du dich um die Schweine? Yep. Pigs have been a part of the monster army and the bazaar as long as it's been around. Not a common good out here, you see. Highly valued. So we keep them well fed, happy and guarded. Na gut, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Obwohl, was hat's mit deiner Kleidung auf sich? This? The traditional garb of the monster army tenders. Our job is to tend to our piggies, as well as do any maintenance needed to keep this place up. Nee, ich habe heute wirklich schon eine Stunde früher angefangen. 17 statt 18 Uhr. Relativ spontan hat sich so ergeben. Ging nicht anders. Normalerweise ist schon 18 Uhr die Standardanfangszeit. Y'all come back now. Darf ich jetzt schon da rein? Do I have to keep telling you? Ja. Don't touch the cages. Ah, ich würde da gern rein. Darf ich doch buddeln? Irgendwas. Naja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt. Arznei. Stehlen wir. Aber jetzt. Das war Action hier unten. Meine Güte, die Clowns sind irre. Aber jetzt sind wir quasi in Bizarre, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Das wäre ziemlich cool, weil hier kann man, glaube ich, shoppen ohne Ende. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile echt viel Kohle gesammelt. Aber noch nie bei irgendeinem Händler, oder? Ich glaube wirklich nicht. Jeder einzelne Cent gespart, den wir bis jetzt verdient haben.
glaube, Cent gibt's nicht. Obwohl, ich bin mir gar nicht sicher. Liegen nicht manchmal auch Münzen rum? Ich glaube schon. Die Monsterarmee. Die haben quasi alle so, wie nennt man das, diese amerikanischen Highschool-Jacken mit einem M und eine Eishockey-Maske auf. Habe ich mir anders vorgestellt. Und Snickers? War das gerade ein echtes Snickers? Ist das hier Schleichwerbung? I suggest you speak to Flat. Warum nicht? Yo, what ails ya? Dr. Cold. Why, hello. Name's Hirsch. Lev Hirsch. But you can just call me Dr. Cold Cuts. What do you need? Warum heißt du Dr. Cold Cuts? Oh, used to be the veterinarian slash butcher here back in the day. Learned all about how the body works by carving up meat. Animal meat, of course. When Doc Kessler passed, well, I inherited the position. Hey, der Ex-Metzger wird zum Arzt. Ich schätze mal, es gibt wirklich Sachen, die ein Metzger besser kann als ein Nicht-Metzger, wenn es um klinische Eingriffe geht. Das ist schon nicht so super abwegig. Mir wäre ein Tierarzt lieber. Ist schon okay. Ja. Ich fühle mich jetzt hier gar nicht unbedingt bei jedem durch alle Türen. Diese sind perfekt. Aber sie sind zu small. Ha, you look like tough sorts. Patriarch sent you. Whoever you are, we can certainly use your help. Some kind of beastie down in the Warrens or something. Talk to Flab up the stairs. Letzte Mal das Biest unten habe ich schon kaputt gemacht. Ich muss jetzt mal, gehen wir mal hoch zum Chef hier. Ich glaube, wir haben gerade da unten schon eine Million Quests erledigt. Hallo. Ah, ich schätze mal, du bist der Anführer, oder? Warum sieht er aus wie ein sehr dicker Vampir? Lab der Einatmer. Ich finde ihn cool. Ich mag ihn jetzt schon. Sehr schön. Dass noch Schleichwerbung uns direkt ins Gesicht gezeigt wird. Ich glaube schon, wenn es gezeigt wird, wenn quasi das so nebenbei vorkommt, ist es immer noch Schleichwerbung. Ob jetzt direkt in die Kamera gehalten wird. Aber es muss so nebenbei passieren. Ah, Children of the Desert. What wonderful music they make. What do you want of Jacob the Magnificent? This wonderful, wonderful... Wundervoll, was? Der opulente Mann vor euch spuckt einen Satz falscher Vampirzähne aus und wischt sich den Mund ab. Let's never mind with the acts, shall we? You are the Brangers, yes? Welcome to the Bazaar, where my hospitality is law. You do not find us at the best of times. Was hat's denn mit dieser Dracula-Verkleidung auf sich? Do not judge harshly, my friends. We hold on to our rituals of the past to try to remember our long lost strength. It may strike you as pathetic, but it gives us much needed comfort. Der redet so leise. Na gut. Und was meinst du, dass ich nicht zur besten Zeit komme? You have not noticed? I am surprised. But nonetheless, we have been under assault, my friends. Something, someone, some horrible unknown thing is roaming the Warrens below us. People have been disappearing. Not to mention the pigs loaded with explosives running amok. You are the Patriarch's Rangers, yes? If he trusts you, so can I. Nothing we've done has helped, so your arrival could not be more fortuitous. We need your help to combat this threat. Ich glaube, das habe ich schon alles gemacht. Aber wir kriegen trotzdem irgend so ein Buch und $666. Schön. Und wie lange geht das alles schon so? Oder warte, weißt du was?
unter uns? Ja, wir haben da unten ein paar verrückte Clowns angetroffen. Wir haben sie schon alle beseitigt. Really? I'm impressed by your initiative. Clowns, you say? This could only have been Los Payasos. They are monsters without conscience, with no respect for human life or dignity. Friends, the bazaar is indebted to you. All our stores are open to you, at a discount. And here, take this as a token of my thanks. Nice. I welcome you to my house. Make yourself the bazaar. We'll be waiting. Try some of Masato's pork noodles. They're amazing. Darf ich das Safe öffnen? Wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher, ob das... Na, wird schon wer sagen. Ah. Stay away from that safe, okay. Lambs. Okay. Ich wollte nur mal schauen. Dr. Coldcut, skin pure, what ails ya? Barkeeper. You're up, Barkeep. I'll tell you when to quit. Hello, hello there, my friends. My name is Masato, and let me tell you, your taste buds will remember the day you met me. Here, have you ever seen anything this delicious? Das sieht fantastisch aus. Dürfen wir? Yes, yes. Be my guest. After enjoying this bowl, know that my store is open to you. I have a variety of goods that you may find useful. A man who never eats pork is never a whole man. But I have to tell you, my friends, these noodles are a pale imitation of the real thing, the great pre-war delicacy. The rarest of rare magics, instant ramen noodles. I hope one day I will perfect my recipe to recreate them. But enough about me. How can I be of service? Ich hab doch unten aus dem Verkaufsautomaten, der seinen Schatz gehütet hat, schon Instant Ramen Nudeln rausgeholt. Das trifft sich doch gut. Ist also. Du suchst also nach Instant Ramen Nudeln. Ah, you picked up on my subtle hint. Years ago, a friend in Colorado Springs gave me a package of instant ramen noodles that he had found in the Warrens underneath the bazaar. The experience changed my life forever, and I moved here in hopes of finding more. Please, you must understand. It is as if my body is made of ramen. You have been to the Warrens, yes? Did you see any vending machines? I've heard they may hold this delicacy. Please, let me know if you find any. Hier sind die Instant Ramen Nudeln. Yes, yes! My friends, you don't know what this means to me. You have altered the course of human gastronomical history. Here, a small measure of my gratitude. Das Ranger-Hauptquartier könnte einen Koch wie dich gebrauchen. Oh, how interesting. You mean a permanent position? A full kitchen of my own? My friends, that is quite the offer you're making me. Thanks to you, I've accomplished my goal here. So I am more than ready for my next adventure. Let me pack up my supplies here, and I'll see you at your HQ. Cool. Cool, wir haben einen Koch. Sehr schön. Kann ich mal deine Waren noch sehen? Naturally. My store is always open to you, my friends. Snickers. Erdnüsse. Erdnüsse. Erdnüsse! Okay, cool. Dann mein Koch. Die Leute reden die Namen. Hey, pals. Finn is the name. If you need a drink, you've come to the right place. If you got questions, well, I suppose that's okay too. Auf Wiedersehen. Come back anytime. Hot noodles. Guns sanctified with blood. Jetzt wird's interessant. Heartbeats that I don't recognize. Come closer, strangers. The sanctified Piscatelli
crafts weapons of all sorts for those in need. And she can read that you are very much in need. Guck mal, das finde ich irgendwie cool. So Sachen mag ich. Da hat sich für Gedanken gemacht. Das sind Reifen zwischen so Holz, ja, Quadraten eingespannt. Und dazwischen sind quasi die Waffen reingestellt. Das macht voll Sinn, dass man so Reifen als so ein Display für sowas nimmt. Da kann man die sind ein bisschen flexibel, aber trotzdem ist genug Reibung da, dass da nichts rausfällt. Einfach ein cleveres aus dem Müll der alten Welt bauen wir hier so ein funktionierendes Waffenregal. Das gefällt mir irgendwie. Ah, Waffen modifizieren 6. Interessante Arbeit, die du da machst. Könnten wir dir irgendwie beim schwierigen Projekten helfen? Help. I suppose there is an order I need assistance with. Yeah, I can use your help. There is a weapon on the bench just waiting to provide its blessing to the needy. Wir würden gerne helfen. Ah, the pain does not last. And the scars? Those are blessings. They are a record of your dedication, proof you are strong enough to rise above the fears of the flesh, a reward that fits your efforts. Keep the weapon, with my blessings. Sag mal, was du verkaufst. Certainly. Ein Modder-Werkzeugkasten. Waffen modifizieren plus 1 Rüstung modifizieren. Och. Doch irgendwie nett. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe fast 4000. Könnte man drüber nachdenken. Oh, der Emanzipator. Automatische Schrotflinte. Ich glaube, die kaufe ich. Pass auf. Bolzen. Munition. Ganz viel Standardwaffen. Okay. Zeugsgranaten brauche ich. Habe ich genug. Wobei es hier schon interessante Waffen gibt, muss ich sagen. Die Elektrokeule, nicht schlecht. Meine Güte. Level 15. Wow. Okay, coole Waffen, aber die kaufe ich nicht. So, warte mal, ich wollte nochmal mit ihr reden. Word spreads that your actions saved the bazaar. Have you ever loved something so deeply that it gouges loose all the fears you might have possessed? If so, you would know what these scars are. Benediction. Sanctification. Cool, gut, dass wir drüber geredet haben. Be careful. It's an unkind world. Irgendwie, normalerweise habe ich da immer voll Bock drauf, mich so durch alle NPCs zu klicken und mit allen zu reden und alle Dialoge durchzuhören. Aber heute irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber heute will ich nicht lange labern. Hey strangers, Randy's the name. Automobiles are the game. Autos. Flab's master mechanic, they call me. How can I help? Gefällt dir deine Arbeit hier? Not particularly. It's boring work. I only get pulled in if something breaks that a tender can't fix, so I spend most of my time just waiting here, like I'm doing now. But beggars can't be choosers. Hättest du Interesse an einem Job als Mechaniker im Ranger-Hauptquartier? Ah, deswegen sollte man halt doch mit allen reden, ne? Hilft ja nicht. No offense, but you're a gamble in a hard luck casino. Don't like working in the bazaar, but it's constant money, and I need that right now. See? Some months ago, my dad wrote me that he thought he'd seen folks skulking around our homestead. I dismissed it. Our place has always been isolated and safe. Stupid. Turns out it was a small band of one of them crazy plains gangs. He sent me a letter. My parents are dead, and they're holding my kid brother and sister hostage. I ain't even close to having enough money to pay the ransom. Even if I did, I suspect they'd just kill us all after I pay. So what's a guy to do? Wir können deine Familie retten. You mean get them, get them? I don't normally condone violence, but if it's what it takes. Let me show you where to find our old homestead. I'll meet you there.
You help out the Get family and I'll work for you. No doubt about it. See you there. It don't take too long, okay? Deswegen muss man doch mit allen reden, die mir nahmen. Auch wenn ich gerade keinen Bock habe. I don't feel so good. Get your protective gear here! I wonder if any of these have I can't believe we missed the sale of Piscatellis. I told you we needed to get... Oh, wow! Are you Rangers? I haven't seen any of you guys since I left... in a while. Yeah, I haven't seen any Rangers in a while. I'm Quarex, by the way. This is my cool museum of, coolness. Would you like a tour? Na, warum nicht? Really? Okay. This way. Okay, I'll start. Coolness. Welcome to Quarex's Cabinet of Curiosities, a collection of the rarest of the... Well, it's toys and games, mostly, and some mementos, but they're all really cool, I promise. That top... Oops. Headset aufsetzen. Der Helm passt nicht ganz. Er rutscht immer wieder ins Licht. Macht es schwer, die Nase auszurichten. Eingang auswählen. Display ruckelt, bewegt sich. Kamera schwenkt. Kontrollpunkt Alpha. Heute irgendwie keinen Nerv dafür. Ich weiß auch nicht. Wanderweg auswählen. Fehler. Kommando. Nicht autorisierter Benutzer. Fehlerprotokoll lesen. Headset abnehmen. Gerät wegtreten. Das Spiel spielen. Du findest grausame Kultisten. Löst hinterhältige Rätsel. Komplettierst magische Lieder. Aber eine Herausforderung verlierst du. Das Spiel endet mit einem Epitheton. Von 99 Berserkern. Verrosteter Schlitzschneider. Was? Nerdkram 6, könnte ich irgendwas damit machen. Verdammt. Vielleicht kann ich Nerdkram 6 lernen. I also don't know who made that rule. Perfekt. This is a slicer dicer, the scariest robot ever. It slices, it dices, it even makes julienne fries. Whatever those are. Ach, wir bräuchten Stärke 4 für den Helm, glaube ich, ne? These are the most classic arcade games. Aber den Nerdkram haben wir hier. Jetzt versucht den Roboter zu reparieren. Für einen Moment erwacht die Maschine zum Leben. Was stand da oben gerade? Was haben wir jetzt bekommen? Verzittern, verrostete Kolben in ihrem inneren Knarren hören. Dann sackt sie zurück auf den Sockel. Es ist offensichtlich, dass sie den Geist komplett aufgegeben hat. Sie hat sich jedoch leicht verschoben, dass ihr euch Einzelteile genauer ansehen könnt. Ich glaube, wir haben gelernt, wie wir die craften. Kann das sein? Oder irgendwie sowas. Weiß nicht, ich krieg so viele Achievements. Hilfe. Irgendwas haben wir bekommen oder weiß ich nicht, ein Rezept oder... Oh Gott, das sah genauso aus wie die Maschine. Auch immer das war, aber hier ist nichts dabei. Und im Inventar? Ah! Ja. Schlitzschneider Selbstmontage. Ich will ein paar... Aha. Schneider. Setz einen Roboter-Schlitzschneider ein, der dir folgt und im Kampf hilft. Das stört sich selbst, wenn der Kampf vorbei ist.
Das klingt cool, aber dafür brauchen wir Mechanik 6. Wer hat denn Mechanik? Wahrscheinlich, ja genau. Von Crusader, aber halt auch nur auf 5. Ein mehr Mechanik bräuchten wir. Dann wird's gehen. Nächstes Level. Lagereinheit 105 Schlüssel. Eine Kassette. Made it past Telluride today. Found a guy there who sold me some rat jerky. There's a caravan heading for Boulder and I'm gonna try to tag along. Colorado's cold and kind of scary, but there's treasure here too. That guy with the rat jerky, he had like 6 or 7 3DO cartridges just lying around his shack. They say he's hungry. We could grab some hot noodles. Hot noodles. Howdy, ma'am. Howdy. Always good to see a Wesson. Hast du was zu verkaufen? Just my services as a caravan master. I organize caravans to get people, goods, and livestock from one place to another. But I don't sell goods myself. These lands near Colorado Springs are pretty safe. But still lots of people need help getting around. Especially if you want to range further than that. Kannst du uns irgendwas über Colorado erzählen? Thanks to the Patriarch, this stretch of land from Denver in the north to Steel Town in the south is pretty safe to travel. You'll find richer opportunities the further you venture out, but it'll also come with more risks. I could tell you more, but truth be told, the only way to know the land is to travel it. You look well equipped and competent. Just head out and see what you can learn. So long. What is it? As I live and eat cherry pie, more of my fellow humans in the bazaar. You make yourself welcome now, you hear? Ist das ein Roboter? Ist der Kerl ein Roboter, der so tut, als wäre ein Mensch und deswegen hat er die Maske auf und sagt so, oh, mehr von my fellow humans. Ich verstehe. Er kratzt sich mit dem Plastikohr seiner Maske. Hinter dem Plastikohr. Sein Hemd verrutscht und enthüllt eine Spulenvorrichtung auf seiner Brust. Ein beeindruckend aussehendes Stück Technologie. Fellow humans? Also erzähl uns mehr über dich. Well, gosh and apple pies. You put me in a spot. Let's see. My name is Long John, and I'm old as dirt. I've traveled a little, but nowhere interesting. Now I'm here in the bazaar, just to see what life has to offer. Make friends. Wasn't something that I got to do when I was younger, what with my job and all. There was no time to make friends, none at all. But I'm making up for it. I know everyone in the bazaar, and they know me. Ich mag den. Erzähl uns mehr über deine Reisen, Long John, du offensichtlicher Mensch, du. I'll tell you youngins what I can. Despite the fact I'm old as the mountains, figuratively speaking, that is. Humans rarely live past 70, and I'm just about ready to expire. I don't know everything, you hear? Even though I've walked all the way from Denver to Steel Town and back again. Über Steel Town würde ich jetzt doch gern was hören. Steel Town? That place is an industrial nightmare. Raging fires all around. Melts right through this skin. Gives me the shivers, you hear? Lass uns über was anderes reden. You kids these days and your limited attention spans. Was kannst du uns über die Menschen im Visar erzählen?
Some of it is real private, and some of it probably should be. But you young whippersnappers tell everyone everything. Like Pareidolia Jones? He's probably the best damn caravan master in the bazaar. But his business would be better if he knew how to keep his mouth shut. Between you and me, if I was afraid of ducks, I wouldn't tell a soul. Okay. Also, warum versuchst du zu verbergen, dass du ein Synth bist? Me? A synth? Aren't you adorable? I'm meat and muscle, just like you, Rangers. Shucks, I even have dreams all the time. Technicolor dreams about flying and standing naked in front of people I don't quite know. Synths don't do that. Na gut, er hat mich überzeugt. Er ist anscheinend wirklich ein... Nein, wir denken aber immer noch, dass du ein Synth bist. I'm not a synth. Well, just last night I had the most human dream. I was back in high school. There was a trigonometry test. I sat down confident and brash, only to realize I completely forgot to study. I also enjoy toasted eggs in the morning. A very human thing. Aber du weißt schon, dass jeder sehen kann, dass das nur eine Maske ist, oder? Guck, wir können sogar die Fäden sehen. Oh, you kids in your humor. If the folk in the bazaar really thought I was a synth, wouldn't they have tried to decommission me? Not that I'm afraid of such things. Being the perfectly ordinary human male that I am. All right, fine. I am a synth. But you can't tell anyone. Aber jeder hier im Bazaar weiß es. Do they? I'm not sure I believe that. If they knew, wouldn't they have melted me down to scrap by now? People don't like synths, far as I've seen. You're clever ones, and bully to you for figuring out who I am. But let's not talk about it again, okay? The topic puts me on edge. Na dann, auf Wiedersehen. So soon? I suppose even good things gotta end sometime. You be safe now, you hear? And come back to see old Long John when you can. Best of luck to you. Ach ja, doch, der Long John ist cool. Wegen solcher Figuren mag ich die Dialoge dann doch. Hot Noodles! Aber wer ist jetzt eigentlich hier dieser Proboss, den wir gerettet haben da unten? Ich weiß es nicht. Bigfoot, reden wir mal mit. Fresh lambs, esteemed guests. The door guard informed me you were coming. You are most welcome to all the delicacies and pleasures the bazaar has on offer, provided you have the coin. Na gut. Geh dann mal. Enjoy your visit. Ich glaube, hier ist quasi der Haupteingang. Ne? Wir haben uns jetzt quasi durch den Hintereingang gekämpft und eine Karte gesucht. Come to Adelon. Is a man that could rock your world. All right, so which one of you love... Hey there, Eidolon. You look better every time I see you. How's show business? Ah, Marshal Kwan. As charming as ever. And you brought your most beautiful friends to Adelon's Chick Slicks Theater, I see. Aren't you all a sight for sore eyes, honey lips? Er zeigt hier Filme. Movies? Oh no, sweetheart. We deal in real flesh and blood shows. Ah, sugar plums. Of all the gin joints in all the towns in all the world, I'm so happy you walked into mine. You look like strapping, helpful hunks. Wouldn't you love to help out our little Adelon?
Was können wir tun, um zu helfen? Ah, my heroes. So here's the rub. The Chicksflix theater shows only the finest, most exclusive performances. But we are running low on material. I'd ask if you were volunteering to be my next star, but we all know I couldn't afford your gorgeous asses. I suppose the next best thing would be getting me some fresh material. Und wo bekommen wir so frisches Material? I know where to find some old movie reels. We've got good tech in here. So between some creative editing and a little bit of improvisation, I can produce our next masterpiece. Na gut, wir sind dabei. Wo finden wir denn diese Filmrollen? So it's easy as a slice of apple pie. The Monster Army used to live in a pre-war luxury bunker. Apparently, their monster outfits were inspired by the movies they watched in there. The bunker has been abandoned for years and years, so it should be simple. And hey, I know any resistance you meet won't be a problem for such beautiful and powerful people. Good luck out there, sweeties. Come back again soon. The guy in charge? Those I hear they call him Flappy and Hale. Beautiful. I love those boots. Where'd you get that? I love those boots. Where'd you get that? I love those boots. Wonder if I can get this. Wir haben ein paar neue Quests bekommen. Und Teile für unser Auto. Ich würde echt gerne unser Auto modifizieren. Dafür muss ich wahrscheinlich zurück in unser Hauptquartier fahren, denke ich. Die Monsterarmee, die finde ich irgendwie lustig. Ich glaube, was ich bis jetzt so gesehen habe, würde ich mich denen am liebsten jetzt anschließen, wenn wir in die Westland 3 Ödland leben würden. I really need to ask Piscatelli to look at my gun. Bugger keeps jamming. Darf ich das stehlen? Listen up, Masters. The next son of a bitch who says we're losing this war gets strung up by his nuts. You hear me? It doesn't matter how much territory we've lost. There's only one way inside the mall. As long as we control it, Buchanan can't touch us. He can sit out there with his army and pound snow for all I care. All we gotta do is hold out. The lamb and the wolf got different needs. Sooner or later, Buchanan will have to negotiate. And then we'll have him right where we fucking want him. Habe ich jetzt die Maus gezähmt? Oder den Hasen? Ja, ich habe jetzt einen Hasen im Team. Mache ich mir Sorgen um den armen Hasen. Aber okay. Wir haben jetzt einen Teamhasen. Hauptsache Major Tomcat passt. Dann müsste ich wirklich neu laden. Dann ist vorbei. Dann ist Schluss mit. If civilization collapses, all of Colorado Springs will look like this. Really need to ask Piscatelli to look at my gun. Bugger keeps jamming. Oh, the creepy doll. Nauseatingly correct manners, chapter 1, on the proper use of etiquette. It is a common misconception that etiquette exists as a means of affirming one's social status at the expense of the uninitiated. That is, it serves as a barrier to keep the uncivilized apart from their betters. Of course, nothing could be further from the truth. Etiquette and proper manners are the glue that binds civilized society together. And it is the duty of civilized persons to educate the less fortunate for the betterment of all. Proper etiquette, gentle reader, is the balm that soothes the savage beast. Der erinnert mich sehr an die komische Gestalt, die vorher bei den Clowns war, obwohl sie so gar nicht zu den Clowns passt. Kann, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ah,
Aha! I see you have come from afar. Well, your travels are amply rewarded, for you have reached the one and only, the seer of fortunes and teller of truths, the great Gurn! Und wo ist der hinter dir? Oh, I see. What a great joke. Very funny. Come now, do you want to know your fortunes? Na gut, welches Schicksal erwartet uns? Wisely chosen. Those who do not prepare for the future are clowns. To begin, you must think of your favorite color. Concentrate solely on the color. Let the color completely fill your mind. Estás ready? Ich hab keine Lieblingsfarbe. Nonsense, you must! Fine then, think of any color you like. Just let it fill your mind. Okay, bereit. I see an ocean of waves. Your color is blue. Das ist falsch. Apologies. I was impatient. Now I see you're riding the waves toward the warmth of a red sun. It must be so. Red is the color you are thinking. Ich hab erst an Pink gedacht und dann an Neongrün. Ich würde beides gelten lassen. Aber Rot nicht. Das kannst du nicht besonders gut. Of course, the story is not done. It's not blue waves you are riding, it's blue ice. And the red sun, it is not you that moves toward it. It's the red flames that fly towards you. But then there is peace, and you are surrounded by trees, many green trees. Green must be the color you were thinking of. Er tut mir echt fast ein bisschen leid, aber es ist wieder falsch. Relate, it is not your fault. With time comes knowledge, and with knowledge comes clarity. I must know more before we can continue. Tell me, what is it that brought you to these lands? Der Patriarch hat uns Ressourcen versprochen, damit wir die anderen Ranger in Arizona retten können. Ah, the most noble of sentiments. The image begins to grow clearer. Now I must know, for what purpose have you come to the bazaar? Wir sind hier, weil wir ein Flüchtlingsproblem klären wollen. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das war ja hier auch noch. Yes, yes, fascinating. It's all coming together now. Listen carefully, for the fortune I tell you may very well save your lives and the lives of many. Your noble intent will drive you into great danger, but also great opportunity. Ride the three-headed goat. Your problem just became your stepping stone. Dieke. Seize the moment. Ah, yes. A vision becomes clearer now. Er hat uns eine Ziege prophezeit. So ein Scharlatan kann er doch nicht sein. Die Jagd nach der roten Ziege geht weiter und jetzt hat sie auch noch drei Köpfe. Das wird ja immer besser. I see you surrounded by friends, but not all are true friends. Friends to be trusted. Now I see you gaze upon a woman in red. She turns to you, and red begins spreading in all directions. That is where my vision ends. Die rote Ziege ist eine weibliche Ziege. That is all I can see. Your path is hard, Maman. The fates have spoken to me. I must give you this key. May it be of no use.
Dafür, dass Beware her! Schlüssel für einen roten Spind hat er uns. Ah, so, hier sind noch Leute, mit denen wir reden müssen. Aber heute müssen wir erstmal Schluss machen. Eichern. Dann sagen. Ja, Ende Gelände. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Sind wir wieder ein bisschen weitergekommen hier in Wasteland. Ein wirklich cooles, tolles Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Aber beim nächsten Mal geht es wahrscheinlich trotzdem mit Disco Elysium mal wieder weiter. Dürfen wir auch nicht zu lange liegen lassen, sonst kenne ich mich überhaupt nicht mehr. Also, danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein, danke für die Abos und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, gute Nacht.